Mats ab. Offiziell, Anna, du willst das ja eröffnen. Sebastian, kannst du auch gerne. Ich weiß nicht, ich kann nichts zu sagen. Willkommen zum Satz sagen. Willkommen zum Satz sagen, ja. Ja, okay. Ja. Hannover, die erste. Jo. Ich kann auch gerne hier so ein paar Kerzen anmachen, wenn wir wollen. Ach, für mich nicht, du. Also mich auch nicht. Kein Frauensatz an hier mit Kerzen und mit Herzchen und so ein Kram. Nein, Spaß. Ich denke gerade, du kommst das komplett Wetterbett. Ne? Ja, ja. Oh nein, also, ich weiß nicht. Ich schneide dich nicht raus. Ey. Also leg kein Unsinn. Plappern, ne? Wie bitte? 99% plappern. Reden. Ja. Was geredet wird. Ja, das ist für mich so. Ich mache da nicht so, aber keinen Unterschied mehr. Also Worte sind immer unzulänglich grundsätzlich. Ah. Und ja, klar gibt es noch verschiedene Formen des Schwachsinns, sag ich mal so. Aber du führst doch gern Smalltalk, ne? Das liegt dir doch, ne? Oder? Ich rede, kann ganz schön viel reden auch, ja. Kann passieren. So. Aber wie gesagt, das bedeutet mir eigentlich nichts mehr. So. Macht ja auch Spaß. Ich habe neulich mal zu Christina ich jetzt gesagt, als wir uns ein bisschen gekabbelt haben, da meinte sie, sei doch einfach still. Und ich so, nö, Worte sind für mich so unbedeutend, da kann ich auch reden. So viel ich will, mach doch nicht. Genau. Wenn die nichts bedeuten. Vor allen Dingen, sie hat es ja gesagt, aus dieser, hier, jetzt ist Ruhe. Ne? Nee, ja, sie, ja. Vermute ich mal. Nee, das war so ein Tipp irgendwie, ne? So, so ein Tipp, so nach dem Motto, kommt viel besser, wenn du schweigst. So. Aber das die eigentliche Stille ist ja halt die nicht berührt wird durch akustische Stille. Also, oder durch Geräusche. Das, wir nennen das ja auch, oder ich nenne das ja auch Stille. Das ist ein Wort für die absolute Wahrheit auch. Und die wird überhaupt durch gar nichts berührt. Ne? Da kannst du so viel reden, wie du willst. Karl Renz macht das auch total gerne, der ist ja nur am Plappern die ganze Zeit. Ne? Wenn da keiner Fragen stellt, dann fängt er auch an, die Leute zu löchern. Ne? Ja. So, sag doch mal was, hier hat keiner eine Frage. Ja, weil sie alle die Idee haben, dass Stille wäre etwas und die Worte sind was anderes. Nee, die haben immer Angst so vor ihm, weil wenn sich einer vorwagt, kriegt er gleich verbal auf die Ommel, dann gibt's klar Abreibung. Mhm. Hat sogar mal einer gesagt, ja, kaum sagt man hier was, dann wird dann gleich der Kopf abgerissen und alles grölt. Extra hier. Oh, das ist ja. Oh ja. Nein, das musst du aber kann man ja nochmal Kekse essen. Wie ihr wollt. Ja. Ja, wie habt ihr denn so, ihr wart ja auch beide beim Intensive, wie habt ihr denn das so verdaut? Gut, gut. Ich bin ja eh die ganze Zeit straight dabei. Also diese Trennung fällt weg, dass das eine jetzt irgendwas wäre und das andere was anderes. Für mich ist auch das hier und auch. Im besten Fall ahne ich schon, beziehungsweise manchmal passiert es letztens auch im Park, dass auch die Stille ist auch in den Worten, die ist davon nicht getrennt, ja. Sondern es ist ja das. Das nenne ich dann so, dass das. Die Worte sind leer. Ne? Genau, es ist ja alles, was passiert. Ganz genau. Und insofern könnte man fast sagen, es ist ein Dauersatz sagen hier für mich. Ist ja auch nur ein Begriff. Ne? Seit wann ist das so für dich? So intensiv eigentlich jetzt so seit einem Jahr, seitdem es dann auch mit dir losging, auch mit anderen Leuten, wird leerer. Ne? Mhm. Also schön. Irgendwie immer mehr, manchmal auch noch diese Trennungsgeschichte ist noch da, ja, aber auch die kann immer mehr zugelassen werden und so weiter. Sag ich ja mal. Die Wahrheit ist jenseits von Trennung oder Nichttrennung. Das eigentlich ist auch da drin. Ja, ist das auch. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Nur, ist halt, wenn man jetzt aus dem dualen Leben kommt, wenn man das sein ganzes Leben erlebt hat, das Duale,
dann ist das natürlich wie so Urlaub, ne? Wenn du so ein Mando alles erleben plötzlich hast, auch wenn das länger ist, das ist natürlich wie ein, das ist wie paradiesisch dann, ne? Aber das ist, es nutzt ab, sag ich mal. Also wenn du länger in diesen Mondualen verweilst, dann irgendwann ist das so normal, das merkst du gar nicht mehr. Vor allen Dingen finde ich es auch gut, wie Kyle Renz ist auch immer noch ein instabiler Zustand, weil immer noch irgendwie irgendwas im Hintergrund weiß, oh, da kann ich wieder rausfallen. So, zumindest erlebe ich es so. Ja, die Wahrheit ist aber kein instabiler Zustand. Ja, genau, aber dieses Verweilen irgendwo im Raum oder so, wie es ja bei vielen... Ja, aber das ist es ja noch nicht so richtig. Genau. Das Verweilen ist ja noch, dann hängst du noch an einem Zustand oder genau, irgendwas. Genau. Da ist noch eine Instanz, genau, die im Raum sitzt. Du willst halt noch irgendwie lieber das Non-Duale haben, sozusagen, das andere Einheitserleben oder so. Das kann ich verstehen, ne? Klar. Aber das verliert sich irgendwann. Ja. Irgendwann verwischen sich die Unterschiede so. Und dann werden die Übergänge auch so fließen. Ne? Also ich kann das gar nicht sagen. Ich kann gar nicht sagen, ob ich jetzt dual oder non-dual erlebe. Was ist das? Gibt es ja auch vielleicht gar nicht. Kann ich nicht sagen. Also rein so von der Logik her ist natürlich dual. Also mein Verstand funktioniert dual, aber das bin ich ja nicht. Also das ist so nur so eine Begleiterscheinung. So. Letztens im Park so richtig krass. Also da heftigst. Aber vom Verstand kann man leicht irritiert werden. Wenn man das nämlich dann wieder ernst nimmt und diese Storys glaubt, dann, die da erzählt werden, dann denkst du so, ah, das stimmt was nicht. Ne? Aber wer sagt denn das? Du wirst wieder enger. Sobald, mal als Tipp, ne, wenn dich da irgendwie deine Gedanken belästigen, ne, einfach fragen, wer sagt denn das? Genau. Wer sagt das eigentlich? Gibt's wer sagt das, was jetzt der Verstand behauptet? Wer hat das gesagt? Ja. Wo kommt das her überhaupt? Genau. Habe ich das gesagt? Habe ich das gelesen? Hat das ein anderer Lehrer gesagt? Ja. Und wenn, selbst wenn das ein anderer Lehrer oder irgendein Lehrer gesagt hat, was spielt das für eine Rolle? Genau. Was spielt das für eine Rolle? Selbst wenn es ein sogenannter Lehrer ist. Kann es das begrenzen vor allen Dingen? Es spielt eigentlich gar keine Rolle. Ja, weil es ja was Fremdes ist. Ja. Und das Nonverbale, das, was, was jeder in sich hat, ne? Dieses Non-Duale, der absolute Guru in dir, der du bist, der spricht ja nicht mit, also bei mir ist es so, das spricht nicht mit Worten. Das ist einfach da. Das ist Präsenz. Ja, und die Worte sind völlig, die sind vollkommen unbedeutend. Ja. Mehr so wie so ein Beschäftigungsprogramm, so würde ich das beschreiben. Worte sind so das, was wir jetzt machen, ist ein Ping-Pong spielen quasi so, Frage, Antwort, oder man erzählt, der andere erzählt, hin und her. Ja. Und in diesem, weißt du, in dem passiert das Eigentliche. Ja. Und das Eigentliche braucht gar nichts, braucht überhaupt nichts. So wie ich es erfahre, ist es das schon. Und es ist aber auch das... Es ist immer das. Es ist immer das alles. Genau. Aber in dem Moment, wo du einen Teil rausnimmst, oder wo du das so mental begrenzt, scheint es verloren zu sein. Du wirst ein Teil. Dann scheint es verloren zu sein, das stimmt aber auch wieder nicht. Ja, genau. Ist auch wieder nicht. Ist wie so ein Traum. Ne? Man verliert sich in so einen Traum rein irgendwie und so. Ja. Und das ist auch komisch. Ist komisch. Ich habe auf dem Weg hierher noch so ein Facebook-Posting gemacht und habe so geschrieben, da habe ich am Bahnhof schon gesessen in Lüneburg und habe dann so ein Bild gemacht, ein Foto gemacht. Ich habe geschrieben, ich bin auf dem Weg zu meinem ersten Satz in Hannover. Und dann, ich habe das Gefühl, als ob ich schlafe und gleich aufwache. So wirklich, ne? So das Gefühl von völliger Irrealität. So, also, so. Geil. Was ist hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Ich sitze jetzt hier und da ist Satz in Hannover. Ach ja, das ist ja mein Satz. Ach so, okay. Ah, Mann, ich fahre da hin. Mann, das ist ja. Freut mich sehr, dass ihr hier seid. Nur so mit den Beinen, Mann. Ja, ich finde es auch gut. Und wie hast du das so erlebt? Gut. Sehr interessant. Vor allem der erste Teil. Ja, fand ich auch. Ja, genau. Ja. Bevor ihr rausgegangen seid. Ja, das ist nicht so ganz gut angekommen bei manchen anderen. Also ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. So ein, zwei andere waren da so ein bisschen genervt, weil das nicht so deren Thema ist. Aber das war schon voll in Ordnung. Also. Und da wir da nicht aufgezeichnet haben, konnten wir da auch gut drüber reden. Naja, also man darf nicht, also was ich nicht will, ist, dass man irgendwelche Stoffe mit Namen nennt. Mhm. Ansonsten, ich sage immer, psychedelische Substanzen oder Substanzen, nur Substanz reicht auch schon. Ja. Eine Substanz, da weiß jeder, was gemeint eigentlich ist. Eigentlich wissen sie schon Bescheid, die Leute, die das kennen. Die namentlich nenne ich nichts, weil ich nicht Werbung machen will für irgendwas. Ah, weil es dann wieder heißt, ja, der hat das genommen und das muss ich jetzt auch nehmen. Ja, vielleicht ist das noch Ärger hinterher. Ja, ja. Ja, ja.
ist auch nicht für jeden gut. Oder was heißt gut? Nee, das, vielleicht auch nicht passend. Das weiß ich nur aus eigener Erfahrung, dass das auch schief gehen kann. Ja. Und, genau, kann ich auch. Also mir reicht es erstmal. Das kann auch mal ein bisschen strange werden. Also das kenne ich auch. Das kann richtig schief werden. Ja. Ja, der erste Teil, ich fand es auch toll. Nee, es war angenehm. Ich war so kaputt, dass ich die Nacht darauf, dann von Sonntag auf Montag war ich noch wie high, als hätte ich was geraucht, wirklich, ich habe aber nichts geraucht. Ich war von der Veranstaltung noch so high, dass ich kaum geschlafen habe die nächste Nacht. Echt? Krass. Ja, ich musste nur 4 Stunden schlafen, dann war ich wach. Irgendwie und ging auch nichts mehr. Und dann bin ich aufgestanden und die nächste Nacht habe ich 10 Stunden, glaube ich. Immer wieder, also schon abends vom Fernseher und dann, als ich dann im Bett war, nochmal 6 Stunden irgendwie so. Und vom Fernseher schon 4 den ganzen Abend schon. Also das war echt. Das war gut. Also, war schön, oder? Auch mal so, ich finde das immer schön. So ja, das war natürlich halt schon so für mich auch ein bisschen anstrengend so. Ne? Das ist ja auch so nervlich, ne? So viele Leute in der Wohnung und dann da rumlaufen und so. Plötzlich war einer weg, Marco verschwunden. Ne? So. Der hat sich verlaufen da irgendwie. Ne? Ja. Den Anschluss verloren. Ja. Natürlich telefonieren. Ne? Wald war da, ja. Telefonieren, ne? Und auf einmal, wo ist denn Marco? Ne? Ja, weg. Ja. 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 Wir wollten nämlich noch viel weiter gehen. Ne? Wir wollten ja nicht nur diese kurze Runde machen, sondern... Aber das war vielleicht ganz gut, weil das hätten wir, glaube ich, gar nicht geschafft zeitlich. Da diesen anderen Ort noch, da den Hügel zu besuchen. Wo man so, da hat man so eine schöne Aussicht. Mhm. Da sind immer die ganzen Fotos. Ich mache ziemlich viele Fotos von dem Hügel aus. Muss ich mal wieder welche veröffentlichen. Das ist eine schöne Gegend, auf jeden Fall. Ja. Fand ich auch sehr nett. Definitiv. Ach, da muss ich nochmal zugreifen. Ja. Ich hab die extra gekauft, die müsst ihr alle aufessen. Mhm. Wenn nicht, dann könnt ihr die gerne mitnehmen. Ich nehme mich beim Wort. Ja, kannst du machen. Kriegst du auch hier. Und ich habe immer noch die Idee, weniger Zucker zu essen. Dann ist es auch schon egal. Also. Guckst du viel Fernsehen? Mhm. Ja? Mhm. Im Moment ziemlich viel Netflix. Ich habe mir ein Netflix-Abo geholt. Oh ja, da geht's ab. Irgendwie, wenn ich Zeit habe, gucke ich eine Serienfolge nach. Ich guck mal Serien dann. Oh. Gibt es mittlerweile so. Also Breaking Bad kennst du? Nee, nee. Ha. Geil. Damit fing das an. Das hat 2008 ungefähr war das. Ja. So ein Hype losgetreten. Und da sind ganz viele, haben das versucht zu kopieren. Und sind auch teilweise erfolgreich gewesen. Also haben was Gutes oder Besseres sogar hingekriegt noch. Obwohl besser als Breaking Bad geht eigentlich. Aber annähernd so gut auch, ne? Da sind so viele tolle Krimiserien entstanden. Mhm. Nicht nur Krimiserien, auch lustige Sachen teilweise und so. Zwei sind über den amerikanischen Präsidenten und das politische System der USA. Super genial. Sag ich House of Cards? Nee, aber ich habe schon oft mal gesehen, aber ich dachte, das musst du gucken, das ist... Obergenial. Also Narcos fand ich richtig geil. Ja. Pablo Escobar. Die dritte Staffel jetzt. Was? Seit mit dem neuen Kartell, mit dem Kali-Kartell. Geil. Muss seit 1.9. Ich bin schon muss ich sehen. Weil die Serie fand ich geil. Die ist gut gemacht. Also das gucke ich gerade. Cool. Gut, dass du sagst, scheiße, jetzt habe ich keinen Account mehr. Muss ich mir einen neuen machen. Oder irgendwie einen anschaffen. Hm. Wie teuer ist das im Monat? 10 Euro. 10 Euro im Monat, ja. Also da gucke ich sehr viel Serien eigentlich und ab und zu mal einen Spielfilm. Und Fernsehen, ja, so, was machst du, wenn noch so irgendwas Interessantes gerade ist? Eine Quizshow oder so. Guck ich nochmal. Kann man jetzt auch mit Smartphone mitmachen, ne? Mhm. Wie heißt das hier? Wer weiß denn sowas? Auf dem ersten immer. So Quizshows oder? Ja. Das ist nicht so mein Ding, oder? Mit Kai Pflaume. Den finde ich zwar nicht so toll, aber. Ach, die ja, Show ist immer ganz, noch. Ja, die Show ist auch noch. Ja, die Show ist ganz gut eigentlich. Ja, du kannst mit dem Smartphone selber mitmachen. Die haben 2 Teams. Und du musst halt tippen, wer gewinnt. Und wenn du beim Gewinner, wenn du richtig tippst, dann kriegst du das Geld. Es werden 3 Leute, die bei der App teilnehmen, ausgelost von den ganzen Teilnehmern. Die kriegen dasselbe, was die Zuschauer auch kriegen. Ja, das ist cool. Das sind so meistens 50 bis 80 Euro ungefähr. Lustig. Und das kriegst du dann, wenn du mitspielst mit der App auch. Und man kann alle Fragen mitraten. Mhm. Da kriegst du zwar nichts mehr dafür, außer ein paar Punkte.
von der App, aber. Und da in der Spaß. App ist wahrscheinlich gleich so ein Sammelding eingebaut, dass je mehr Punkte hast, bist du ein Sondergewinn. Nee, das nicht. Oh, okay. Leider nicht. Okay. Leider nicht, das haben sie nicht. Aber es macht total Spaß, weil du so mitmachen kannst. Ja. Und weißt du, wie gut du. Weißt du, wenn du guckst nur, dann denkst du immer so, oh, sind die blöd, ne? Das hätte ich doch gewusst und so, ne? Wenn du selber das machst, dann sieht das plötzlich ganz anders aus. Ja, ja. Da hast du so ein Zeitlimit und dann musst du nämlich irgendwann dich entscheiden. Ja, das Phänomen kenne ich auch, ja. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die irgendwas gegen das Fernsehen oder gegen Medien haben oder so. Ich war ja auch jahrelang Computerspieler. Mhm. Und jetzt ist das nicht mehr so. Momentan bin ich nicht mehr so aktiv als Spiel am Spielen, aber wenn mal wieder ein gutes Spiel kommt, dann mache ich auch das wieder. Ja. Kann ich voll verstehen. Wie man sieht. Wie ist es bei dir? Was denn? Mit dem Fernsehen? Ich habe einen Fernseher, aber der steht da und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Echt nicht. Ja, das muss auch nicht. Ich schmeiß mir ab und zu meinen Film rein. Mhm. Ich finde mittlerweile ist Internet auf jeden Fall sogar lukrativer, was so Netflix und so in Serien. Da ist der vor allen Dingen zu jeder Zeit, bist nicht begrenzt auf irgendwelche Zeiten ja. Dann da. Das ist auch die Zukunft. Also ich glaube, das Ding, die Fernseher uns spätestens 20 Jahren wird das immer mehr Internet online alles ablaufen. Ich habe nicht so oft Gäste. Interessant. Irgendwelche Fragen? Du hast ja mal keine Fragen. Kommt nichts. Ich finde es immer gut, wenn Fragen gestellt werden, weil das muss raus. Wenn die Fragen da sind, also wenn du was da hast, mal raus damit. Ja. Nix. Gerade. Man kann sich ja auch nicht dazu zwingen, eine Frage zu stellen. Nee. Ja, Blödsinn. Ach, ich muss jetzt was fragen. Wenn ja nur Schrott kommt. Wenn nichts ist, ist nichts. Dann ist auch gut. Ne?
Ja, interessant, wie instabil dieses Ich-Bewusstsein eigentlich ist. Ne? Das ist auch eine Erscheinung ist. Ne? Und dass es gar nichts Festes ist. Also ich erfahre das so, dass es gar nichts Festes ist. Ne? Mhm. Das wandelt sich ständig und anscheinend. Aber deswegen nennt man das auch den Ich-Gedanken. Das ist ein Gedanke im Grunde. Ich finde, das ist mehr. Ja, es ist mehr. Es ist eine Energie. Oder was? Es ist für mich eine richtige Realität. Also ich empfinde es als richtigen Sog, als Realität. Ja, und das ist ein Gedanke, der halt sehr ständig wiederholt wird. Ne? Also im Prinzip in einer, vielleicht sogar unbewusst in einer hohen Frequenz im Gehirn. Das ist sozusagen so die Grundschleife, ne? So irgendwie so die Basis von allem Denken. Ja. Ist deswegen quasi fast manifest, könnte man sagen. Aber wenn man es genau betrachtet, dann merkt man, dass es erstmal wirklich nur eine Erscheinung ist und auch kommt und geht. Also sowieso mit dem Wachzustand ja kommt und geht, im Schlaf verschwindet wieder. Aber auch während des Wachzustandes gibt es immer, kann es so Erfahrungen geben, dass das plötzlich aussetzt. Wo dann einfach Leerheit erfahren, könnte man das vielleicht am ehesten noch nennen, reine Leerheit. Da Frieden. Frieden, also ja. Empfinde so. Ja, genau. Frieden, Leerheit. Genau. Also ich erfahre es tatsächlich als wirklich Energie auch. Es ist nie, ich finde, es ist nicht nur ein Gedanke, aber so erlebe ich es. Vielleicht ist es viele andere so. Es ist auch, es sind auch Bilder, es ist ein richtiges, wie so eine Art Konstrukt, das richtig zieht auch. Also es will diese Aufmerksamkeit. Da hängt viel dran, das stimmt. Ja. Also ich empfinde das so, dieses Ich, das geht unheimlich ins Gefühl auch. So ein Gefühl, als wenn es ins Gefühl reingeht. Und da hat es dann natürlich, ich muss das machen. Ich habe Angst, zum Beispiel. Und dadurch, also wenn das Ich ins Gefühl reingeht und da unten drin arbeitet, gar nicht mal unbedingt im Kopf. Ja, ja, das ist ja auch... Als wenn sich das vermischt mit den Gefühlen und deswegen ist es so zäh. Der Verstand ist ja viel mehr, der sogenannte Verstand ist ja viel mehr als verbales Denken. Also ich glaube, einige Menschen machen den Fehler, begrenzen das auf verbales Denken und das ist ein Fehler. Weil der Verstand ist, also die Hindus definieren das zum Beispiel als sämtliche Sinne. Ja. Und der Verstand ist der sechste Sinn, sagen die. Das ist, es gibt die fünf Sinne, Sehen, Hören und so weiter. Und dann ist der Verstand, also das Denken, ist der sechste Sinn. Ja. Das ist ein Sinn für die, ein körperlicher Sinn sozusagen. Ja. Und dieses Konzert dieser ganzen Sinne bildet quasi den Mind. Das, was wir immer so denn denken, das muss weg oder das sollte anders sein oder so. Ja, also das Problem sozusagen wird aus diesem gebildet. Und das ist noch nicht grundsätzlich das Problem, sondern erst dann, wenn ich anfange, das zu glauben, was da entsteht in dieser Informationsverarbeitungsmaschine. Das ist im Grunde eine Art Computer. Und wenn ich anfange, das zu glauben, was der Computer behauptet, dann komme ich in die Gefangenschaft von den Gedanken. Wenn ich glaube, Gedanken sind irgendwie wahr oder so, also da haben irgendwas zu bedeuten. Also natürlich haben die ganz konkret eine Bedeutung, können die haben. Und wenn ich Hunger kriege, dann denke ich an Essen. Und dann esse ich was. Und da, meistens. Ja, und da wieder die Frage, für wen dann? Kann ja, interessant sein. Ne? Kann man sich fragen natürlich. Ne? In erster Linie hat ja der Körper Hunger. Ne? Ja, ist ein körperliches Gefühl und ist ein körperliches Problem, wird dann auch da gelöst auf der Ebene. Ja. Also keiner kommt auf die Idee, sich Gedanken nur ans Essen zu denken und nicht zu essen, so nach dem Motto vom ich denke ans Essen, dann wäre ich satt. Also wenn das funktionieren würde, wäre ja praktisch. Aber ich kann mir ja was vorstellen. Das wird aber nur noch schlimmer. Also wenn ich das mache, wenn ich mir Essen vorstelle und ich habe Hunger, dann kriege ich ja mal einen Flash irgendwann. Nur zwei, Jonathan. Dann überfalle ich den nächsten Bratwurststand oder so. Nein, ich meine jetzt, wenn ich jetzt Hunger habe und ich überlege, was habe ich im Kühlschrank, was passt zusammen, und dann mache ich mir das. Ja, genau.
Ja. Oder auch nicht. Ja. Ich warte dann immer bis zum letzten Moment. Und dann greife ich da und dann weiß ich, aha, so und das machst du dir. Bratkartoffeln mit Spiegelei zum Beispiel oder so. Passt ja auch. Genau. Ja. Das ist das Denken in dem Moment bei mir. Ja. Das ist ja dann auch eine andere Art von Denken. Das ist, kümmert sich nicht um den Sinn des Lebens oder so. Oder um die Erleuchtung. Nee, das geht mit Denken. Das haut nicht hin. Ja, genau. Aber das muss man auch erstmal für sich selber rauskriegen. Gar nicht. Weil am Anfang habe ich auch noch versucht, das rauszukriegen. Ne? So, irgendwie muss das eine Lösung geben. Aber ich kann auch bekannt vor. Denken, logische Zusammenhänge. Wenn ich was lese oder wenn ich mir einen Satz anhöre oder irgendwas angucke, auch was Spirituelles meine ich jetzt, dann kann ich Erfahrungen, die ich selber schon mal hatte oder wo ich Ansätze von hatte, wo ich ein Gefühl für habe, was jemand sagt oder was da gerade gesprochen wird, dann kann ich trotzdem hier oben, kriege ich da was zusammen, weil ich es auf der Gefühlsebene fühlen kann. Und der Verstand sagt dann, warum? Also der sagt mir das dann. Aha, passt zusammen, die Schraube und Mutter. Mhm. Aber auch, das kann auch eine Falle sein, sag ich mal. Also das ist so, wenn das so eine Begleiterscheinung ist, ne? Und das nicht weiter wichtig genommen wird, dann ist das kein Problem. Aber wenn du anfängst, wenn das harmonische Gedanken quasi sind, gut, so die schöne Gefühle auslösen, das sind die gefährlichsten. Weil du die glaubst du, wenn das so was Gutes mit dir macht. Weißt du, wenn du dich gut fühlst damit, mit den Gedanken, dann neigt man dazu, daran festzuhalten. Mhm. Aber jeder festgehaltene Gedanke ist eine Form von Gefangenschaft. Jeder? Jeder, absolut jeder. Absolut jeder, weil sie alle aus dem einen Gedanken entstehen und das ist der Ich-Gedanke, der Wurzelgedanke. Mhm. Der erschafft sie alle. Und in die, ganz egal welchen Gedanken ich nehme, wenn ich nicht den Ich-Gedanken mehr vorknöpfe, sondern einen anderen nehme und den glaube, dann bin ich sogar noch in der Schöpfung des Ichs verfangen und bin noch nicht mal an der Wurzel, dann bin ich noch im Gestrüpp oben. Aber dem Problem näher komme ich erst, wenn ich mich an die Wurzel mache. Das heißt, ich muss die oben, das Gestrüpp ignorieren, muss mich zur Wurzel durcharbeiten. Das heißt ja Ich, oder Ich-Gefühl nächstes Mal auch, ja, das Ich-Bewusstsein untersuchen. Mit Hilfe der Selbsterforschung. Wer erlebt das? Wer fühlt das gerade? Wer glaubt, dass das so ist? Woher weiß ich das? Ja. Was ich da glaube. Ich glaube das, aber woher? Warum? So, und dann merkt man plötzlich, dass das ein Kartenhaus ist, dieses ganze Gedöns da oben. Und das ist nämlich wirklich das Problem. Wirklich nur, wenn es überhaupt ein Problem gibt, ich komme da gleich auch noch dazu, selbst der Ich-Gedanke ist kein Problem. Nur wenn ich mich damit verwechsel, dann wird es schwierig. Ja, wenn ich mich damit verwechsel, dann, wenn ich glaube, ich wäre dieses kleine Ich, dann habe ich ein Problem. Aber auch das ist absolut gesehen auch kein Problem. Denn das ist eben der Status quo gerade dann. Und muss eigentlich auch gar nicht anders sein. Weil das sowieso sich ändert. Das ist ja nichts. Es ist ja, ich sag mal so, die Dualität ist der Luxus Gottes. Das ist ja der Luxus, die Sahnehaube. Weil das ist genau das, was nicht da war am Anfang. Und die Dualität ist dazugekommen, sozusagen, als Kunstprodukt, als Idee, als Traum, als Spiel. Aber in dieser ganzen Dualität bleibt Gott immer genau gleich Gott. Ja. Kannst du Dualität nehmen oder wegnehmen, ist egal. Nur wenn die Dualität da ist, dann ist noch ein zusätzlicher Spielmodus einfach da. Wie als hat man wirklich gerade ein Computerspiel am Laufen und ist da mittendrin und hat Spaß. So, und ist das Spiel zu Ende, dann wirst du ja nicht göttlicher dadurch. Du wirst auch durch die sogenannte Selbsterkenntnis nicht göttlicher oder wahrhafter, als du schon immer warst. Das ist alles nur so ein, das ist ein Täuschungsspiel, dieses Ganze. Auch das gerade Selbsterkenntnis ist ein ganz perfides Spiel, was sich in Gefangenschaft halten kann. Ja. Was endlose, ich habe mal gelesen, irgendwo im Hinduismus oder wo das war, endlose Reinkarnationen sind zu befürchten, wenn ich immer nur der Erleuchtung nachjage. Wenn ich den Wunsch nach Erleuchtung nicht überwinde, irgendwie, oder also den transzendiere irgendwie und den erkenne, was da los ist, dann hänge ich da fest in dem Wunsch. Und der sorgt dafür, dass ich immer wieder komme auf die Welt und immer wieder die Erleuchtung finden will. Welches Ich meinst du denn da?
Es gibt nur ein Ich. Es gibt nur ein Ich. So, dieses Ich erscheint doppelt. Erscheint eine Projektion, hat einen Schatten. Und dieser Schatten vom Ich, vom wahren Ich, ist das Ich-Gefühl. Das, was mit dem Wachzustand verbunden ist. Die Dualität. Das, die Folge des aktiven Ich-Gedankens ist dann Dualität. Ja, das ist die Folge. Aber das ist eine, die Folge. Also das eigentliche Ding ist wirklich der Ich-Gedanke. Und das ist die Projektion des Selbstes. Die Wahrheit sieht sich selber überall, in der ganzen Schöpfung. Trotzdem passiert es durch Erziehung oder durch Evolution oder warum auch immer, irgendwie erstmal eine Zeit lang, immer passiert es, dass ich mich begrenze. Ich begrenze dieses Ich, was ich überall eigentlich wahrnehme, auf den Körper. Kinder haben das noch unterscheidungslos. Mhm. Die sind einfach, für die gibt es nicht Ich und du, das ist alles eins für die Kinder. Aber später dann kommt, ich bin das ja hier, ich habe einen Namen. Ich habe hier, das tut weh, das ist mein Körper. Ich habe Realität sozusagen. Dann lernt, Kinder lernen das richtig, diese Abgrenzung, diese Begrenzung. So, und so eine da entsteht dann die Verwechslung mit der Projektion. Die Projektion ist nicht das Problem. Die Verwechslung mit der Projektion ist das Problem. Die Identifikation, also wenn ich mich dafür halte, wenn ich mich für dieses Etwas, was hier im Wachzustand immer rumrennt und immer die Sachen macht, wenn ich mich damit dafür halte, dann bin ich gefangen. In diesem Traum gefangen. Aber das Selbst, also die Wahrheit, das eigentliche Ich bin ich immer. Dieses es gibt da kein Raus. Da gibt es kein Raus. Es gibt kein Selbst oder Nicht-Selbst. Rein oder so, ne? Es gibt kein Nicht-Selbst. Ja. Es gibt nur das Selbst und das Selbst ist unbegrenzt. Universell, nicht räumlich und nicht zeitlich. Und wenn man sich das mal so, das kann man sich auch mal im Denken klar machen, was das überhaupt bedeutet. Nicht räumlich und nicht zeitlich. Das ist also überall und nirgends. Ja. Und zu jeder Zeit und nirgendwann. Und das ist jenseits dieser ganzen Raumzeitkategorien. Und deswegen gibt es auch nicht mein Selbst oder dein Selbst oder mehrere Selbst. Es ist alles ein Selbst. Kann nur eins sein. Und das Verrückte, das habe ich auch noch nicht so ganz intellektuell zumindest nicht verstanden. Gefühlsmäßig schon, aber jetzt will mein Kopf nicht rein, wie das funktioniert, dass das Selbst diese Perspektiven einnimmt. Das kann ja nicht. In den Menschen. Also oder? Dein Selbst, also nein, jetzt habe ich schon hier das Selbst. Schaut durch deine Augen und durch meine Augen gleichzeitig dasselbe Selbst. Es gibt keine Getrennung. Und trotzdem sind das zwei Kamerawinkel sozusagen. Es sind zwei Kameras, nicht eine. Und da ist die dritte Kamera. Ja. Also, das ist das Faszinierende, finde ich. Aber auch das ist ja nicht getrennt. Kann ja nicht getrennt davon sein. Im Erleben schon. Du siehst den Raum von da, ich sehe ihn von hier. Ich sehe dich, du siehst mich. Das ist immer ein anderes Erleben. Ja, aber das weiß ich ja gar nicht. Doch, das kann ich nicht wissen. Ich weiß, dass du nicht das siehst, was ich sehe. Aber das ist der Gedanke. Nein, du siehst mich, weiß ja, wie ich aussehe. Wenn ich mich im Spiegel angucke, ne, dann weiß ich jetzt, ich kann ungefähr mir vorstellen, was du siehst. Natürlich weiß ich, ich kann es nicht sehen, was du siehst. Warte, ich versuche zu verstehen, was du meinst jetzt gerade. Ich weiß, dass du du bist dieselbe Göttlichkeit wie ich. Das ist, da ist keine Unterscheidung, genau. Weil das ist ja nicht räumlich und nicht zeitlich. Das gehört mir nicht und dir nicht. Nee, das gehört keinem. Aber trotzdem, es äußert sich hier auf diese Weise und da auf diese Weise. Und da auf die andere. Ja, und es erscheint in vielen Formen. Und bei dem, der jetzt das Video guckt, bei dem äußert sie sich auf seine Weise. Ja. Ja? Also, das ist so faszinierend für mich. Und das habe ich so rein gedanklich noch nicht. Total. Vielleicht kann man das. Also der interessant ist, was Nisargadatta Maharaj dazu gesagt hat. Der hat das mal erwähnt. Er hat im Laufe seiner Laufbahn als Lehrer, kann man ja nicht sagen, er ist ja einfach da reingeraten. Mhm. Er ist ja vom Kiosk, also Tabakverkäufer, ist er dann zum Lehrer geworden, weil die Leute ihn dann gelöchert haben. Die sind in den Laden gekommen und haben gesagt, ich will mit dir reden, ich will keinen Tabak kaufen. Ich will, dass du mir Fragen beantwortest. Weil du hast so eine Ausstrahlung und so. So fingen die dann an. Und dann irgendwann haben sie dann das gemacht, dass er auch Satsangs gegeben hat. Und dann hat er mal irgendwann gesagt, so im Laufe der Zeit, wo er dann so tätig war, immer wieder, hat sich sowas ergeben, wie dass er sich in diese Perspektiven einklinken kann.
Aha. Also nicht so richtig, dass er das genauso sieht wie derjenige, aber das ist die Empathie. Mhm. Also der konnte sich so einfühlen, dass er quasi genau wusste, was jetzt, wenn du jetzt ein Problem hättest, was dein Problem wäre. Das könnte der sozusagen wissen, ohne groß mit dir zu reden. Der sieht dich an, der spürt dich und dann kann er diese, weil er hat diese, er kann da so reingucken, als wenn der Kameramann hinter eine andere Kamera läuft und dann in die Kamera schaut auf einmal. Und das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die habe ich so nicht, kann ich nicht behaupten. Ich würde, so wie ich es verstehe, würde ich eher sagen, er war das. Da gab es diese Trennung, ist komplett weggefallen. Nein, ich weiß es nicht. Nee, das würde ich dann, keine Ahnung. Nee, ich empfinde das ja schon als ungetrennt. Also ich erlebe das als perfekte Einheit hier gerade. Kann ich wirklich sagen, absolut. Ach, super, da ist niemand anders. Das ist, ich rede mit mir selbst, das ist mir bewusst. Ja? Und trotzdem kann ich nicht, ich bin mir sicher, dass ich nicht das Gefühl, dass ich nicht die Gedanken, ich bin nicht drin in dir. Und kann diese Perspektive nicht 100% so einnehmen. Ich weiß ja nicht, wie weit der die einnehmen konnte, aber die Leute haben wohl auch das bestätigt und haben gesagt, ja, ich brauchte gar nichts sagen. Der hat mir die Antwort einfach gegeben. Ja. Ohne, dass ich irgendwas gesagt hätte. So. Vielleicht waren das irgendwelche Fähigkeiten, die irgendwie da deine Maschinen sind oder so. Ist ja auch nicht so wichtig, nur ich weiß, dass es halt so ist mit diesen Perspektiven. Sonst wird es ja auch gar keine, sonst wird es gar keine Wesen geben, das wäre ja gar nicht möglich. Wenn alles komplette Einheit, wird es keine Schöpfung geben. Ja, dann ist nichts mehr, dann ist nur noch das. Ja. Wunderbar. Ohne irgendwas. So, und sobald es manifestiert wird, kommen die ganzen Teile und Formen. Ja. Und die können sich dann abgrenzen voneinander. Und das Verrückte ist aber, dass das die ganze Zeit immer das Absolute bleibt. Es ist, weil es halt nie, es hat ja nie was verloren. Die Schöpfung ist nicht, wie manche denken, ein Sündenfall, ein Unfall oder so, ist es nicht. Das kann ja nur aus dieser Perspektive dieser Getrenntheit so aussehen dann. Ja, genau. Ja, klar. Von unten sieht das, wenn du Opfer geworden bist davon, dann sieht es so aus. Ja. Die Welt. Deswegen kommen ja auch diese Ideen. Ja. Aber das ist eben aus der Illusion geblickt. Hm. Und was ist mit Bewusstsein? Ist das für dich auch immer da? Kommt auch an, wie du das definierst. Wenn du das jetzt mit dem Wachbewusstsein gleichsetzt, dann nicht. Nee, nicht jetzt unbedingt mit dem Wachbewusstsein, sondern überhaupt Bewusstsein. Sich selbstbewusst zu sein, dass man überhaupt da ist. Ja, das ist unterbrochen. Das Gefühl des Daseins ist ja auch im Wachzustand begrenzt und Traumzustand. Wieder mal. Es gibt im Tiefschlaf etwas, was weder Bewusstsein noch Unbewusstsein ist, also was weder noch ist. Mhm. Und das erleben wir eigentlich immer alle. Dieses Nichts, weder, das ist ja auch kein Nichtsein. Das ist aber dann auch kein Bewusstsein mehr, ne? Ich würde es nicht so nennen. Ich würde es mehr Gewahrsein nennen. Mhm. Aber es ist, da ist niemand gewahr. Also da ist kein Ich mehr. Ja. Also eine komplette Ichlosigkeit. Und gleichzeitig auch keine Erfahrungswelt, kein Universum. Mhm. Also nicht als Erfahrung jedenfalls. Das kann sich selbst gar nicht kennen. Ne? Weil es ja alles ist. Naja, nee, das ist jetzt ein Gedanke. Also lass uns mal bleiben, wo wir jetzt gerade bei Werner waren. Jetzt bei dem, mit dem Bewusstsein. Ja, Bewusstsein, weil ich alles ist Bewusstsein. Den Spruch hast du doch bestimmt auch schon öfter gehört. Ja, 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 aber der Spruch nützt ja nichts. Nee. Weil, wenn es natürlich nicht so ist, dann ist es ja nicht so. Und wie erlebst du, was ist für dich genau Bewusstsein eben? Ist es etwas, was zeitlos ist? Ja. Wenn es das etwas kann ist, zeitlos was sein, das kann raumlos sein. Es ist einfach für mich, ich könnte auch da sagen. Dass ich nicht sage, ich bin da, sondern einfach da sein. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das überhaupt ist aber, sein. Aber du kannst ja nur was im Wachzustand sagen. Und nur das, was auch im Tiefschlaf ist, ist wahr, ist die Wahrheit. Also ist Sein, sich ohne Bewusstsein nicht bewusst. Ja. Weil es heißt ja bewusst und dann ja, kommt das Wort Sein. Ja, ja, genau. Bewusst? Ja, ja, aber ich sag mal so, das Sein ist nicht angewiesen auf Bewusstsein. Ja. Die Existenz ist unbedingt. Und die unbedingte Existenz ist eben, was der Name sagt, ohne Bedingungen. Ja, einfach, einfach so. Egal, ob es sich jetzt, wie wir uns das vorstellen, kennt oder nicht kennt. Vielleicht, ich würde sagen, es gibt im Tiefschlaf ein viel tieferes Kennen,
Ein Wissen, was gleichzeitig Sein ist und gleichzeitig absolute Zeitlosigkeit, Wahllosigkeit, Ausweglosigkeit. Ich bin das immer. Dieses, was da ist. Sein. Ja, nee, das kann man nicht beschreiben. Das Wort Sein trifft da auch schon nicht mehr zu. Es ist Tat. Es ist dieses. Es ist nichts. Dieses, ja. Es ist ein Nichts und alles im Prinzip, ja. Nur dass im Tiefschlaf eben kein Universum erscheint. Mhm. Aber das ist auch nicht wichtig, weil das Eigentliche, das wovon ich spreche, die Wahrheit, braucht nichts, braucht kein Universum, aber auch nicht die Abwesenheit eines Universums, um zu sein. Das, was ich meine, ist genauso im Wachzustand vorhanden wie im Tiefschlaf vorhanden. Darum geht es. Mhm. Und das ist ich und selbst. Nenn es, wie du willst, ja, aber die Begriffe assoziieren immer unterschiedliche Sachen. Mhm. Wenn ich sage, dann denken die meisten Leute, ich meine nur dieses Ich-Gefühl. Mhm. Ja, aber das wahre Ich ist ja unabhängig von dem Ich-Gefühl. Das wahre Ich erschafft das Ich-Gefühl. Mhm. Aber wenn das Ich-Gefühl weg ist, ist es immer noch da. Mhm. Aber nicht mehr als Gefühl oder sich selbst kennendes Bewusstsein, sondern einfach nur noch als das. Deswegen sagen die in der Tat und sagen, du bist das. Und zwar ausweglos. Und deswegen ist die ganze Suche im Grunde ein völlig paradoxes Unterfangen, weil das, was schon immer verwirklicht ist, sucht nach seiner Verwirklichung. Beziehungsweise, nein, nicht das, was schon immer, das sucht nämlich gar nicht, sondern die Projektion seiner selbst sucht. Also das erschafft sich sozusagen ein Ebenbild. Also der Schatten sucht. Der Schatten sucht quasi den Schöpfer, wenn du so willst. Ja. Sucht den, der den Schatten wirft. Und, kann ihn ja nie erreichen. Wie soll dann der Schatten, das geht einfach nicht. Ja? Da findet die Suche statt, in der Abgetrenntheit, in der Projektion. Und das kann nur passieren, wenn diese Verwechslung stattfindet. Ich finde es schön, dieser Satz, das fand ich, habe ich letztens gehört, vor 2 Tagen, dass der Sucher eigentlich seine eigene Abwesenheit sucht und dann das zum Vorschein kommt, was schon ist. Fand ich interessant. Oder das, was sucht. Naja, damit hält es sich am Leben. Ja, ja, das ist das Lebenselixier. Die Suche ist das letzte Überleben des Egos. Ja. Absurd irgendwie, aber auch interessant. Ne? Aber herausfinden, dass es keine Erleuchtung gibt, muss jeder selber. Die Wege sind so unterschiedlich, ne? Beim einen ist es nach 30 Jahren erfolgloser Suche ein Zusammenbruch, ein Nervenzusammenbruch und auf einmal. Es ist klar, beim nächsten ist es nach Depressionen, bei mir ist es nach zig Depressionen gewesen, nach sonst was für Gotteserfahrungen und was ich nicht alles, schieß mich tot, erfahren. Ich habe, glaube ich, die ganze Bandbreite von Himmel bis Hölle alles durch, was man überhaupt nur erfahren kann. Und es ist alles nicht. Am Ende musste ich einfach eingestehen, all diese Erfahrungen sind unbedeutend. Ob sie nun schlimm oder schön oder paradiesisch sind oder sich anfühlen wie Samadhi, endloser kosmischer Samadhi. Ja, es ist es nicht. Es ist es nicht. Der kommt und geht, der Samadhi. Wer ist es, der den erlebt? Was ist die Konstante in dem Ganzen? Das ist das Entscheidende. Hm. Und der kann sich nie finden und ja. Da gibt es nichts zu erkennen und überhaupt nichts zu realisieren. Und am Ende, das Einzige, was vielleicht irgendwann passiert, ist, dass diese ganze Suche dann zusammenbricht und auf irgendeine Weise. Und in diesem Zusammenbruch werden die ganzen Trugbilder erkannt, die ganzen Identifikationen werden durchschaut auf einmal als reine Projektion. Ja, dass das alles Trugbilder sind, ist ja eigentlich klar. Materie. Wollt ihr einen Tee, dann würde ich Wasser machen. Was denn für einen Tee? Ich habe diese Zimttees. Soll ich dir zeigen? Ja, mach mal. Hier, diese Dinger hier. Klassik, du. Ja. Super. Du auch? Ja. Gerne. Materie kommt und geht. Genauso wie alles andere auch, ja. Wie heißt es so schön, wenn man alle Materie zusammen
packen würde, ich glaube die Erde oder so, und dann käme irgendwie ein Fußballfeld raus oder wenn man die Atome, wenn man die Luft rauslassen würde. Genau, wenn man das alles zusammenquetschen würde. Wäre zwar genauso schwer, aber halt eben. Kann ja auch passieren, da gibt es diese, wie heißt denn, weiße Zwerge oder so, wenn die so kollabieren, Gestirne. Die können so klein werden, dass sie zu schwarzen Löchern werden irgendwann. Dass die Materie sich so doll konzentriert durch die Schwerkraft, die dann so gigantisch groß wird, dass selbst das Licht nicht mehr rauskommt. Dann hätte man ein schwarzes Loch. Schwarze Löcher kann ich mir gar nicht, da habe ich keinen Zugang zu irgendwie. Na, du musst dir vorstellen, wenn du die Sonne meinetwegen hast und irgendwann ist sie ausgebrannt und fällt, und bläht sie sich noch einmal auf und dann fällt sie zusammen. Und dann kommt dieser weiße Zwerg. Das ist ein Gestirn, was unglaublich dicht ist. So, und dadurch, dass es die Schwerkraft gibt, passiert sozusagen ein. Das geht immer weiter. Also die konzentriert sich auf immer engem Raum. Wir reden von der Sonne, genau. Das ist also. Ich weiß nicht, für welchen Dimensionen das. Ich glaube, die Sonne kannst du auf Stecknadelkopfgröße zusammen komprimieren. So, wenn die dann so klein ist, dann hat die natürlich dieselbe Schwerkraft. Ja. Und fängt an, wenn sie schon, ich denke mal, wenn da so eine Schwelle überschritten ist, fängt sie an, Materie einzusaugen, die in der Nähe ist. Mhm. Wenn da irgendwo ein Komet vorbeifliegt, dann blub ist er weg. Ja, wenn rein theoretisch, wenn die schwer genug, stark genug werden würde, würden die Planeten plötzlich eingezogen werden. Ja, die Planeten stürzen in die Sonne. Mhm. Und dann wird die Materie ja immer schwerer und immer enger konzentriert. Und irgendwann kommt der Punkt, wo das Licht nicht mehr wegkommt. Wo das Licht durch die Schwerkraft vom Wegstrahlen abgehalten wird. Dann haben wir in dem Moment, nennt man das schwarzes Loch. Das hat so eine Gravitation, dass immer mehr, was in der Umgebung ist, da reingesaugt wird. Ganz besonders effektiv ist das bei Nebeln. Wenn das Ganze in so einem Nebel stattfindet, in so einem Sternennebel, dann wird die ganze Materie von dem Nebel wird nach und nach auch absorbiert von dem Loch. Und es wird immer stärker. Und dann entsteht dieses, was man sagt, Singularität, wo sich Raum und Zeit aufheben, quasi. Mhm. Da sind wir wieder ganz dabei, sozusagen. Ja. Man kann sich zum Beispiel das ganze Universum vorstellen, dass das mal so war, dass das alles mal auf einem Punkt war irgendwann. Und das hat dann eine Singularität gebildet. Das hat dann die Materie quasi aufgelöst, verstrahlt, wenn man so will, oder wie auch immer, transformiert. Und irgendwann kam ein Impuls, der das Ganze auseinandergetrieben hat wieder. Wie eine gigantische Explosion. Und da sind wir beim Urknall. So, und das ist. Du hast die schwarzen Löcher, die man jetzt hat im Universum, das sind sozusagen so kleine. Die könnten auch einen Urknall hervorbringen irgendwann, wenn sie mal stark groß genug werden würden. Rein theoretisch. So, das ist so das Prinzip. Ja, da kannst du dich auch wieder fragen, wo findet das eigentlich alles statt? Ja. Diese ganzen Gedanken und Vorstellungen, ne? Trotzdem passt alles so zusammen wie ein Uhrwerk, wie jede kleinste Schraube passt, gehört an seine Stelle. Also ich würde mal so sagen, du Geschwindigkeiten. Siehst, wenn du ins Universum siehst, ne, dann siehst du sozusagen gleichzeitig in dein Inneres wie in dein Äußeres. Du siehst in beide Richtungen gleichzeitig. Weil es ja weder innen und außen gibt. Es gibt kein Innen und Außen. Das ist alles du selbst. Nur du machst halt noch, vielleicht, wenn du diese Identifikation gerade mal akzeptierst, also annimmst oder auslebst, dann machst du die Grenze durch den Körper, durch die Identifikation. Aber wenn das vorbei ist, wenn du diese Unterteilung nicht machst, dann gibt es kein Innen und Außen. Und du schaust die ganze Zeit dich selbst an. Ob du jetzt die Augen zumachst und fühlst oder ob du das Universum siehst. Und dieser Konstante, die Konstante ist der Zeuge darin, in dieser, das, was immer gleich bleibt. Und
Und das, also wenn du das mit Bewusstsein meinst, ja, dann bin ich, das ist immer da. Das ist absolut immer, war schon immer da. Irgendwann wird auch klar, dass das schon immer gewesen ist. Deswegen ist die Frage nach, seit wann bin ich erleuchtet, ist völlig irrelevant. Erleuchtet ist so. Ja, manche Leute fragen ja so, wie ist deine Story und so, seit wann bist du jetzt erwacht oder bist du jetzt erleuchtet oder seit wann bist du das, kannst du das sagen? Das wäre ja, kann ich nur sagen, geht nicht. Allein der Name schon. Ja. Ist schon schräg. Ich meine, so spirituelle. Also, wenn jemand erleuchtet ist, dann muss er leuchten. Ja, dann muss er sich eine Glühbirne in den Hintern stecken. Oder was weiß ich. Ja, genau. Ja, schön wäre es, ja, wird so einfach werden. Ansonsten was interessant, die Aussage ist, kann keine Person erleuchtet sein. Was ist das überhaupt? Das ist doch gar nicht. Okay, ich kann plötzlich erwachen zu dem, was ich bin. Oder, ja. Oder Erwachenserlebnis haben. Ja, das ist was für mich, wo mir was. Das ist alles noch Raum und Zeit. Das ist alles noch in Raum und Zeit. Von Erleuchtung sprechen wir, wenn das keine Rolle mehr spielt. Wenn Raum und Zeit keine Rolle mehr spielen. Wenn man darauf nichts mehr gibt. Ich sag mal, man kann sagen, also ich sag mal ganz gern, Erleuchtung ist dann, wenn es keine mehr gibt für dich. Wenn Erleuchtung nicht mehr existiert für dich, dann ist es Erleuchtung. Das Paradoxon. Milch habe ich leider nicht, aber hier ein Zucker. Dankeschön. Gerne. Die wirkliche Freiheit, und ich war ja auch lange in diesen Erwachenskategorien so gefangen. Also mit meinen Erfahrungen identifiziert und so. Ja. Meinst du jetzt mal Stufengrade oder was? Ja, genau. Ich hatte mal dieses Mantra-Modell, da habe ich so Videos drüber gemacht. Ja, also erst kommt das grobstoffliche Identifikation, dann transformiert die sich, das rede ich auch mal, dann transformiert die sich in die feinstoffliche, dann in den Zeugen und der löst sich dann auch auf. Alles schön und gut, ja, aber das ist nicht Freiheit. Diese Zustände da noch nachjagen und dann immer mehr wollen und so, und jetzt will ich noch subtiler werden und auch immer bin ich gar nicht mehr da, ganz geil. Da noch drin, wenn man das glaubt. Das ist noch, ja die Suche, oder? Das Glauben daran, an sowas, ist noch Gefangenschaft. Freiheit ist, wenn du darauf scheißt, auf den ganzen Kram. Wenn du sagst, es ist mir so egal, wie ihr denn, ich bin so gerne Ego. Wenn du sagst, ey, ich bin so verdammt geil, finde ich so geil, richtig scheiße drauf sein, richtig meinen Hass auch mal ausleben und das. Vor allen Dingen zu spüren, dass ich das 100% darf. Dass ich sauer sein darf, wenn das so ist. Ja. Passiert zwar nicht so oft, aber mein Gott, ja. Vor allen Dingen, auch das ist ja Gott. Es gibt ja nichts Getrenntes. Ja, das ist es. Dann kann ja alles sein. Ganz genau. Das ist ja diese Vorstellung, dass in diesen ganzen spirituellen Kreisen, oh, irgendwas darf nicht sein. Du musst jetzt nur noch so und so essen, das ist alles Träumerei. Darf ich noch was fragen, wie lange soll der ziehen? 5-7 Steht da drauf, ja genau. 5-7 Minuten nochmal. Ja, ist noch eine Weile. Ja. Ja, und mit Chakren hast du dich da auch mal mit beschäftigt? Nur am Rande so. Also nicht wirklich. Das sind doch auch diese Sachen, ne? Ich fühle die, ja. Soweit kenne ich die, ja. Ich kenne meine Chakren. Ich kann die genau fühlen. Also wenn ich die Augen zumache und die so durchgehe, ich weiß, wo die sind ungefähr, also die Theorie kenne ich und ich kenne sie auch in der Praxis und ich kann die fühlen dann. Wenn ich so bewusst dann auf die Körperzonen lenke, kann ich die fühlen und ich kann auch merken, wenn die Energie sich verändert, zum Beispiel im Herzen oder so. Ne? Das ist häufig dann so mit Kribbeln oder ekstatischen Erfahrungen verbunden oder auch, dass so ein Aufstieg stattfindet von unten nach oben, das ist dann die Kundalini, ne? Wenn die so, so einmal so hochfähig, ne? So bomb. Und wenn sie hier oben dann angekommen ist, dann gibt es entweder Bewusstlosigkeit, also Knockout, oder du hast einen kosmischen Orgasmus oder sowas in der Art. Das gibt es alles als Erfahrung. Ich habe beides schon gehabt, also sowohl den Knockout als auch den Orgasmus. Also nicht beim Sex, ne, sondern ohne. Ich verstehe. Ja, das ist ein spiritueller Orgasmus sozusagen. Geil. Gibt alles. Habe ich letztens auch gehabt. Ja, ist alles schön und gut, total, aber Leute, nicht da hängen bleiben, nee, weil das ist alles nicht wichtig. Diese ganzen du kannst tausende von Erfahrungen machen. Ne? Die eine Story von Karl Renz finde ich so gut, die er erzählt hat. Da kommt einer im alten Indien, ne, und rennt zu so einem Weisen irgendwie, ne? Und der Weise hat da so einen riesengroßen Korb stehen, ne? So mit dem Deckel drauf. Ne? Keiner weiß, was er drin ist. Ja, kommt da an, sagt zu ihm, Meister, Meister, ich hab's endlich, die Erleuchtung, es ist so geil, Meister, ich möchte dich umarmen, ich liebe dich, ich liebe das Universum, ich bin das Universum, hurra, hurra, hurra. Ne? Und der Meister so, oh, das freut mich aber für dich, ne? Und dann sagt er so zu ihm,
Und zum Dank schenke ich dir mal einen Ring. Ne? Hat er so einen ganz tollen, dicken Klunker am Finger. Ne? Zum Dank schenke ich dir mal einen Ring. Ich bin so glücklich. Hier, ich brauche den nicht mehr. Ne? Gibt ihm den Ring. Und er so, oh, vielen Dank. Ne? Nimmt den Ring, macht den Korb von dem, macht den Deckel auf. Dann siehst du, in dem Moment siehst du, wie der ganze Korb voller Ringe ist. Ne? So, er schmeißt den Ring dazu, macht den Deckel drauf und sagt, sehe ich okay, nächstes bis, Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist lustig. Das ist so geil, bis zum nächsten Mal. Also, ich hab die Erleuchtung. Ja, komm wieder, wenn du die nächste Erleuchtung hast. Also. Und der ganze Korb voller Ringe. Das ist einfach so köstlich. Ne? Aber das ist es, ne? Das ist diese, so verhält es sich mit den Erfahrungen und mit der Freiheit. Ja. Die Freiheit ist nicht abhängig von Erfahrung. Oder nicht Erfahrung. Das ist das große Geheimnis. Und viele Menschen und ich auch, ich hing da auch lange in diesen Erfahrungen, wenn man geglaubt hat, da muss doch was passieren irgendwann und dann, oh, Sterbeerfahrung hatte ich noch nicht so, ah, da muss doch mal sterben und so. Ne? Ja. Ja, dann bin ich gestorben und so, mehrfach, ne? Ob mit Droge oder ohne, ist ja egal, ne? Boah, geil, aber es hat auch nichts geändert. Ja. Nee, es hat nichts geändert. Was soll denn das ändern? Mhm. Ja, vielleicht gut, dieses Bewusstsein, dass man nicht sterben kann in Wahrheit, aber mein Gott, das ist auch nicht so wichtig. Also, der Körper kann auf jeden Fall sterben. Also, der chillt auch. Der wird bestimmt. Ja. Und das ist nicht. Das ist eine körperliche Angelegenheit. Tod ist für mich mittlerweile eine körperliche Angelegenheit. Hat mit mir nichts zu tun. Ja. Eine körperliche Angelegenheit, und die ist aber schlimm genug dann, immer noch. Ja, also, das finde ich immer auch. Ja, also auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Ich finde das auch nicht toll. Also sterben ist überhaupt nicht toll. Also finde ich völlig uncool. Also. Das ist bestimmt ganz schön. Nur wenn es extrem, wenn man extremes Leid erleben würde, dann wäre ich auch dabei. Aber ansonsten. Ansonsten, ja, würde ich auch sagen. Nee, das muss nicht sein. Also. Ja, das ist das, was wir letztens ja auch besprochen haben. Also das ist das, wo ich sage, da habe ich Angst vor. Ja. Und vollkommen, also. Und da kann mir auch keiner erzählen, also auch wenn ich weiß, dass ich gar nicht sterben kann. Ja. Dass das Sein nicht sterben kann. Genau. Und trotzdem, wenn der körperliche Tod im Anmarsch ist, ich habe das einmal erlebt, dann. Absolute Panik. Absolute im Körper. Panik. Und durch dieses eine Erlebnis mit, ja, habe ich den hinterher noch mehrere Attacken gehabt, über mehrere Jahre sogar, einfach nur aus der Erinnerung heraus. Ah, ja. Wie der Herzschlag sich beschleunigt. Echt? Jetzt? Ja. So ein Flashback oder was? Ja, ja, öfter. Cool. Nachts auch. Da bin ich zum Arzt gelaufen und habe mir Valium verschrieben. Weil ich hatte schon Schiss, mich ins Bett zu legen. Ach du Lieb, das ist in der Mal, das war doch ganz schön heftig. Ne? Cool. Das war sehr heftig. Aha, interessant, ja. Also totale Schweißausbrüche. Mhm. Hast du eine Herzattacke? Ja. Ja. Und, aber das war doch auch. Das war, was du meinst, ist stofflich induziert. Genau, ne? Mit, habe ich ja gesagt. Ja, ja, genau, alles klar. Ja, ja. Und das ist so in Erinnerung geblieben. Also dieses Körperliche jetzt, ja. Ne? Ja, ja. Das wird auch nicht weggehen. Und das finde ich scheiße. Frag doch mal deine Zellen, was sie zum Thema Tod zu sagen haben. Musst du mal, kannst du eine Meditation machen? Schwingst dich auf deine zellulare Ebene ein und fragst die Jungs mal: Hey, wie findet ihr das denn zu sterben? Scheiße. Das ist nur eine Antwort. Lass uns bloß mit dem Scheiß in Ruhe. Kommt dann. Ja, weil das ist. Leben ist Leben. Leben will Leben. Und das Ende der Form ist nicht gern gesehen. Also, es sei denn, es ist wirklich die Zeit so weit. Mhm. Es mag sicherlich auch Todesarten geben, die sehr, sehr friedvoll sind. Mhm. Zum Beispiel im Schlaf ein Sterben. Ja, ich habe also ein Schleim gearbeitet. Oh, Im Schlaf ein Sterben. Also ich habe viele Sterben gesehen. Ja. Ich habe im Altenheim gearbeitet. Mm. Oh ja, das ist sicherlich interessant in der Hinsicht. Ja. Da gibt es wirklich unterschiedliche. Grausam. Ja. Und total easy. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Also ich glaube, auch wenn es echt ans Sterben geht, dann ist diese Angst auch noch wandlungsfähig. Also es kann durchaus sein, dass es gibt ja so diese Forschung, diese Sterbeforschung, und die besagt ja, dass es so ein Ding gibt wie Hingabe irgendwann. Oh. Und wenn die einsetzt, also körperliche Hingabe auch, wo du wirklich den Körper aufgibst, und diese Menschen sind sehr friedlich dann, wenn das stattgefunden hat. Das kann man richtig sehen. So. Die Leute, die sind schon so gut wie tot, aber die sind noch am Leben, aber die haben kein Problem mehr. Und ist auch, die Angst spielt auch keine Rolle mehr in dem Moment. Ja, du merkst es an der Atmung bei Sterben. Ja. An der Atmung merkst du. Ja.
glaube, das ist auch durchaus sich wandeln kann, unabhängig davon, ob jetzt wirklich auch der reale Zeitpunkt da ist. Mhm. Also wenn der Körper so das Gefühl hat, das ist jetzt nur ein Unfall, das soll gar nicht sein, dann wird er sich wehren mit allem, was er hat. Wenn aber eine ausweglose Situation ist wie eine schwere Krankheit, wo eben auch klar ist, jetzt ist das Leben, jetzt ist meine Zeit um, dann setzt das nochmal andere Prozesse auch in Gang, denke ich mal, die das viel erleichtern werden. Ne? Dass du denn auch froh bist vielleicht. Bis hin zum totalen Einverstandensein, ja, wo auch keine Gegenwehr mehr ist. Mhm. Das ist Weihnachtstee, ne? Zimttee. Yogi-Tee. Yogi-Tee. Mhm. Klassik, Zimt, Panamon. Kannst du jetzt mit Weihnachten assoziieren. Ja. Habe ich noch schmeckt was anderes? Oder? Wunderbar. Okay. Also, ist schon. Alles gut. Alles gut. Hast du da Milchpulver oder was ist das? Nee, das ist Kokosblütenzucker. Ach so, okay. 87% magst du nicht? Zucker. Mhm. Doch, wohl, aber. Der soll sogar, also ich habe mir sagen lassen, das Zeug soll sogar gesund sein. Die Snickers sind schon genug Zucker. Ja, ja, da hast du also ordentlich Vorrat. Ja. Aber es ist okay. Es ist auch ein Unterschied, ob diese Angst, die Angst kann ja sehr körperlich sein. Mhm. Und diese mentale Angst ist nochmal eine andere Sache. Und die mentale Angst vom Tod, vom Sterben, die kann man durchschauen als Trugbild letztlich. Weil sie sich auf etwas bezieht, was gar nicht sterben kann. Mhm. Also die wird aus der Identifikation geboren, diese mentale Angst. Ja, finde ich. Mhm. Weil wenn ich mich jetzt mit dieser Person 100% verwechsle, dann ist das ziemlich bedrückend dann. Ziemlich schlimm. Auch mental. Und wieder zu Ende. Wenn ich aber mich als zeitlos erfahre, was soll dann sterben? Ja. Also, Wenn ich das in jedem Tief, in jede Nacht erfahre, immer wieder, also ohne was zu erfahren, aber wo einfach klar ist, hier kann nichts sterben, weil gar nichts da ist. Ja. Also was soll denn da sterben im Tiefschlaf? Also bitteschön. Ich finde, so, die Angst kommt immer von diesem getrennten Ich. Sobald dann ganz genau, das meine ich ja mit der mentalen Angst. Und das ist eben eine Frage dann auch von Transzendenz und Erkenntnis auch. Und interessanterweise, finde ich, kann man sogar sagen, das Ding muss sogar Angst haben, weil es vielleicht sogar schon ahnt, dass es ja gar nicht real ist. Weil es weiß, es wird vielleicht sogar wieder sterben. Vielleicht kommt daher die Angst. Weil es weiß, okay, ich bin etwas. Naja, also ich sehe es, ich erfahre es ein bisschen anders. Und zwar stirbt ja dieses Ich-Gefühl nicht in meiner Erfahrung, sondern das wandelt sich vom Herrscher zum Diener sozusagen. Also es wird zu dem, was es ist, was es schon immer war, ein Schatten. Aber es bleibt als Schatten vorhanden. Genauso wie, wenn ich in der Sonne stehe, dann ist er ja auch nicht weg. Mhm. In dem Moment, wo ich, da ist ein Schatten, da bin ich aber nicht. Okay, dann ist er ja nicht weg, dann bleibt er. Aber ich glaube nicht mehr, dass ich verwechsel mich nicht mehr. Mhm. Also das Ego muss nicht sterben, damit ich frei sein kann. Das sage ich ja, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin gerne auch, wenn Ego ist, ist Ego, dann ist das so. Dann ist das auch klasse. Dann ist das reine Energie, das ist Spiel, das ist Dynamik. Spiel der Dualität, mein Gott, ja und? Es wird dann nur dann ein Problem, wenn ich glaube, das wirklich zu sein. Solange ich das wie eine Bühnenrolle sehe, im Theater. Solange ist es einfach nur ein Spiel, das ich spiele. Aber wehe, ich verwechsel mich mit damit, dann bin ich gefangen. Dann glaube ich daran. Ja. Deswegen immer dieser Hinweis auf die Selbsterforschung, weil die genau da ansetzt. Die setzt genau da an diesen Schattenwurf an, sozusagen.
Matrix. Realität. Haben sich denn deine Gefühle geändert? Weil wir leben ja, also ich zumindest lebe auch von Gefühlen einfach. Ich habe am Tag bestimmt 10-mal wechselnde Gefühle oder noch länger. Ich habe es noch nie gezählt, aber es ist ja unglaublich. Ja, also es gibt ja Gefühle, es gibt... Habe ich alles, ganz anders. Ja, aber ist das jetzt der Unterschied zum Ego, ich? Ja, ja, das Ego, das projizierte Ich, verheddert sich da drin natürlich. Es ist, wird gefangen oder auch, ist dann unangenehm. Also unangenehme Gefühle können dann sehr unangenehm sein. Ich meine, die sind auch so unangenehm, auch wenn man sich damit nicht identifiziert, aber die sind so wie so ein Gespenst mehr dann. Also wie, die sind so unbedeutend. Mhm. Also wenn ich mich ärgere, dann ist der Ärger so unbedeutend. Und wenn ich mich aufrege, ist das auch unbedeutend. Und wenn ich ganz glücklich bin, ist das auch unbedeutend. Mhm. Also wenn das ein bedingtes Glück ist, meine ich jetzt also nicht dieser grundsätzliche Frieden, sondern so dieses bedingte Glück ist so unbedeutend. Es ist wie ein Hauch. Mhm. Was leckeres Essen, oh, das zerrinnt dir jetzt auf den... Das zerrinnt dir im Mund und weg ist es. Ein sexueller Orgasmus. Ja, boah, super, weg ist es. Und schon ist die Frau wieder weg. Ja, ja, alles ist wieder weg. Ja. Alles, was Dinge sind, eigentlich, finde ich. So wie ich es erlebe. Nee, Erfahrung. Alles, was ein Ding ist, ja, oder eine Erfahrung ist. Alles Erfahrung. Ja. Alles, was da. Also die Zahlen hat sich nicht verändert. Grundsätzlich nicht. Grundsätzlich es, nicht. Es hat was, ich sag mal, von dem Impact her. Von dem Einfluss, den das auf mich hat. Ja. Da hat sich was verändert, weil das, was ich bin, das bin ich fast schon immer gewesen, das wusste ich aber früher nicht. Während das kleine Ich weggerissen wird durch starke Gefühle, bleibt das große Ich immer perfekt gelassen, nie berührt. Es wird dann nicht mal berührt dadurch. Mhm. Das ist du erlebst das dann mehr so wie unbeteiligt. Also da ist so eine Instanz plötzlich da, die völlig unbeteiligt immer ist. Mhm. Das kann man auch Gelassenheit nennen. Dann. Das ist so eine Gelassenheit jenseits von Coolness. Deswegen habe ich auch Sai Baba, mein Lehrer damals, als ich den mal gesehen habe im Ashram, habe ich so als unglaublich cool erlebt. So. Es war aber so eine Coolness, die nicht charakterlich bedingt ist. Mhm. So als Mensch war der nämlich gar nicht so cool irgendwie. Aber ich würde sagen, so die Ausstrahlung, wie, was der so ausgestrahlt hat, diese unendliche Gelassenheit, das war einfach unfassbar. Mhm. Das ist diese, ich glaube, ich habe da so einen Anflug gespürt von dieser Unberührtheit des Absoluten bei ihm. Damals schon habe ich das gefühlt bei ihm. Dieses Absolute, welches sich wirklich überhaupt nicht irgendwie bewegt, während sich alles bewegt. Aber das bewegt sich nicht. Alles bewegt sich da durch und da drin und da mit. Und dann ist plötzlich einer mittendrin, der hat eine orange Kutte an, eine riesen Afro-Tolle. Und der weiß es irgendwie. Du spürst das, der weiß das, ne? Der weiß das. Und die anderen wissen es irgendwie nicht, komischerweise. Aber du verstehst es nicht, weil es eigentlich überall ist. Aber du weißt plötzlich, du fühlst das durch den. Das ist der Guru. Und das ist auch die, ich nenne das immer so Guru-Magie, ne? Guru-Magic. Das ist wirklich, der hat die Fähigkeit, in deinen Traum zu spazieren und dich aufzuwecken. Das passiert dann in diesem Wechselspiel. Kann passieren. Und das hat er bei mir auch gemacht. Er ist ja wirklich wortwörtlich in meinem, also ich habe wirklich von ihm geträumt. Mhm. Und dann ging es los. Ja, ich kenne die Geschichte. Ja, das ist so genial, das ist einfach nur ein Wunder, ja. Und es passiert. Ne? Und als ich den am Ashram gesehen habe, ich habe es gewusst. Das wussten alle, die ihn sahen, wussten, dass er das weiß. Ey, das kannst du, da brauchst du auch nicht mehr, da gibt es keinen Zweifel mehr. Da überlegst du nicht, hat er jetzt Missbrauch betrieben oder nicht. Da denkst du überhaupt nicht dran, weil der hat so eine umwerfende Ausstrahlung, dass du überhaupt nicht auf die Idee kommst, da nur irgendwie woanders hinzudenken. Das ist so egal, was sonst noch so darum wabert. Absolutes, ewiges Sein. Sozusagen. Ja, und das in einem Guru oder Avatar zu erleben, ne, direkt aus nächster Nähe, das ist, das haut einen, wenn man das zum ersten Mal erlebt, haut sich das um. Also ganz viele berichten auch dann von ekstatischen Erfahrungen, die sie da gemacht haben, als sie den zum ersten Mal gesehen haben und so. Und so Sachen. Also ganz viele, habe ich schon ganz viele Storys gehört. Ja, krass. Wunder. Ein Wunder.
eigentlich ist doch alles ein Wunder, oder? Ja, ja, ja. Aber das, es scheint nochmal so von dem, was wir erleben können, als im Leben, einen Unterschied zu machen, ob jemand sich seiner Natur voll bewusst ist oder nicht. Das scheint andere Möglichkeiten noch der Erfahrung freizusetzen. Ja, wenn ich in den Formenspiel gefangen bin, habe ich ein anderes Erleben. Ja. Wenn ich aber im Absoluten zu Hause bin, dann sind andere Dimensionen der Erfahrung möglich. Ich sage nicht, dass das besser ist, aber es ist anders. Mhm. Und das ist dann sehr, das ist, was wir als sehr anziehend erleben. Wenn so eine Figur auftaucht, dann hat die so eine Aura, dass du automatisch dahin willst. Du willst in der Nähe sein von dem. Du willst da so nah wie möglich ran, möglichst, ja. Und das, ich kenne das. Also ich habe das selbst erlebt auch. Und das liegt daran, weil der das 100% weiß, was er ist. Der weiß eben, dass er dieses Das ist, dieses Mysterium, welches alles ist, ja, gleichzeitig. Und welches aber, es ist ein Paradox, ja, überall drin ist, aber gleichzeitig auch nicht. Ja. Und vollkommen frei von allen Formen. Absolut grenzenlos. Wenn die Formen zerstört werden, wenn das Universum aufhört zu existieren, dann bleibt das immer noch dasselbe, das unberührt davon. Und macht sich vielleicht sogar daran, das nächste Universum zu erschaffen. Das ist schon das nächste Universum. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht schläft es ja noch eine Runde. Ja, kannst du sagen. Genau. Eine Runde kosmischer Tiefschlaf noch. Ne? Aber das wäre ja dann auch das. Absolut, ja. Hammer. Ich sage ja immer, es ist egal, ob es ein Universum gibt oder nicht. Da, also aus der Perspektive. Mhm. Aber es geht eben auch nichts verloren, wenn es eins gibt. Ja. Ich teile nicht diese Auffassung, die da in diesem Bodhisattva-Tum dann gipfelt, wo man dann sagt, ich muss erst alle erlösen. Ja, das ist... Das ist, finde ich, nicht zutreffend. Weil das, ich erlebe das nicht so. Für mich ist die Welt, das Universum ist perfekt, wie es ist. Und es ist auch, das Universum muss nicht erlöst werden. Nee, wenn es schon das ist, dann gibt es ja auch gar nichts, was erlöst werden kann. Denn das Universum ist ja nur mein Spiegelbild. Was soll da erlöst werden? Ja. Ja. Krass. Wenn es kaputt geht, wie du schon sagst, dann kommt vielleicht ein neues. Oder vielleicht mal ein ganz anderes dann, ne? So irgendwas völlig anderes. Ich habe mich sowieso immer gewundert, warum das alles so komisch ist hier. Wenn ich das so beobachte. So Bäume, Häuser, Menschen. Ja, ist wundervoll. Eigenartige Tiere. Da gehört der Mensch auch zu. Ja. Also ich weiß auch nicht, wenn Leute immer sagen, damit die Schönheit des Menschen, der wird doch manchmal so besogen, mehr als wenn er das Edelste von den Geschöpfen wäre. Ich finde schön auch, auf jeden Fall. Nein, die Schönheit vom Antlitz her. Ach so, ja, aber das Form. Das ist ja Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Ne? Also für mich ist das absolut die Krone der Schöpfung. Aber da gibt jeder Baum, der verfault irgendwo, der sieht schöner aus, als wenn ich mir so einen Menschen manchmal angucke. So ein Fleisch. Ja, gut, das ist relativ. Ne? Kommt auch relativ, an. Natürlich. Ja. Ist, kommt ja, auf den Betrachter an. Ja. Die Krone der Schöpfung. Die Krone der Schöpfung, genau. Und der andere Spruch ist, den finde ich so schön, da hat Gott aber gewaltig einen in der Krone gehabt, als er die Schöpfung geschöpft hat. Total arrogant. Aber richtig zu sagen, ich bin die Krone der Schöpfung oder so. Ja, das ist ja nur ein christlicher Auswuchs. Yes. Das ist ja nichts weiter als Politik gewesen, als sie das gesagt haben. Also getrenntes Ich sagt, ja mit, ich bin die Krone. Das hat ja mit Weisheit nichts zu tun, sowas. Verrückt. Das ist einfach nur Ego-Irrsinn, würde ich das mal nennen, sowas. Also. Ja. Alles ist genauso göttlich wie wir. Also auch egal, ob der Mensch jetzt weiß, wer er ist oder nicht, ist auch egal. Das ist kein Unterschied von der Substanz, von der Wertigkeit. Oder es gibt keine Wertigkeit für mich. Alles ist gleichwertig. Alles Leben sowieso. Und natürlich muss man Prioritäten setzen. Das ist klar, der Stärkere überlebt eben meistens und muss auch dann wohl so sein. Sonst funktioniert es eben nicht. Die Menschen essen die Tiere essen sich selbst, essen auch andere Tiere. Ja. Warum nicht? Ja. So
Solange das alles so zweckorientiert ist, sag ich mal. Da können wir sowieso nichts dran ändern. Das läuft ja. Ist okay. Ja, das ist, ja. Und das ist auch immer wieder, finde ich, der Hinweis so fruchtbar, wenn man sich klar macht, dass das eben, wo setze ich denn an, wenn ich jetzt die Welt verbessern will? Mhm. Dann will ich den Traum verbessern. Ja. Also ich bin sozusagen ein Träumer, der irgendwann zu der Überzeugung gelangt, ich träume nicht gut genug. Mhm. Ich muss besser werden. Ich muss anders. Vor allen Dingen die Welt. Ja. Und das ist doch irrsinnig. Ich meine, ich verändere einen Traum, ich arbeite in meinem Traum, dass er besser wird. Und am Ende merke ich dann, also die machen das ja, das geht ja nur. Ich kann ja nur Energie entwickeln in der Richtung, wenn ich das glaube, wenn ich eben glaube, dass es kein Traum ist. Wenn ich das ja für absolut wahr halte, dann muss ich sie verbessern. Ich meine nicht, dass aus dem Herzen leben, das ist was anderes. Wenn man aus dem Herzen lebt, ne, dann kannst du gewisse Dinge nicht mehr tun. Aber das tust du aufgrund von der empfundenen Liebe nicht mehr. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich die Welt verbessern will. Mhm. Ich weiß aber, dass das Beste ist, was ich für die Welt tun kann, wenn ich mein Herz öffne und einfach das lebe, was ich fühle. Das ist auch stimmig. Das ist das, was ich geben kann, und das ist das, was passiert. Und dabei verletze ich weder mich noch andere. Es nützt niemandem, wenn ich mich aufopfer für die Welt und meine, die muss besser werden, und mache mich dabei selber kaputt. Wie manche das auch machen mit sich. Sich so aufopfern, dass sie am Ende selber dafür bezahlen. Oder sich da darin verzweifeln in dieser Idee. Ne? Mhm. Und da ist einfach, da fehlt für mich dann die Relativität. Dieses Bewusstsein von einfach die Unterscheidung wird gar nicht gemacht zwischen Vergänglichem und Unvergänglichem. Zwischen Zeit und Zeitlosigkeit. Diese Unterscheidung fehlt da völlig. Mhm. Und für mich sind das einfach alle, die sind bedauerlicherweise in diesem Traum gefangen. Und haben dann, aber es muss eben auch so sein, sonst würde es ja keine Umweltaktivisten geben, sage ich mal jetzt so. Ja? Ich meine, ich wäre vielleicht auch Umweltaktivist, wenn ich das als Beruf gelernt hätte und damit Geld verdienen würde. Aber ich wäre das nicht aus Idealismus, weil dieser Idealismus geht mir nicht. Also ich würde niemals selber irgendwie die Umwelt zerstören wollen. Ja, aber wir nehmen ja teil daran. Und wenn du hier in diesem Land lebst, dann bist du automatisch, nimmst du prozentual teil an dem ganzen Irrsinn, der passiert. Ne? Die ganzen Autos, die ganzen, was sonst auch an Abgasen produziert wird und so weiter. Ne? Smartphones, alles. Alles, ja. Tassen. Die ganze Produktion, die ganze Industrie, Ölverarbeitung, ist ja alles aus Öl heute fast schon gemacht. Ne? Das meiste. Was meinst du, das Öl drin? Ja. Wahrscheinlich. Hier, das ist doch Öl. Das ist doch Plastik. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde mir das nie so zur Lebensaufgabe machen können. Weil dann hätte ich irgendwie so einen Lebenssinn im Traum, das wäre mir nicht genug. Also mein persönlicher Traum war ja so grässlich durch die Depression, dass ich gar keine Wahl hatte, als den zu hinterfragen. Das war mein großes Glück. Ich musste mich gar nicht mit dem Traum beschäftigen. Ich habe nur gesagt, wenn das Leben so ist, brauche ich das nicht. Also muss ich gucken, ist das wirklich wahr alles? Und dann fing ich an, das zu untersuchen eben. Und das war der Heilsweg für mich. Und auch letztlich die Heilung der Krankheit, wenn man so will dann. Oder Überwindung der Krankheit, weil es irgendwann einfach, irgendwann kommst du, oder irgendwann bist du da, wo die Krankheit nicht mehr ist. Also wo die keinen Einfluss mehr hat. Mhm. Nämlich in dem Absoluten, das absolute Bewusstsein oder das absolute Sein kann nicht krank sein. Ist niemals krank. Weder durch Depressionen noch durch Krebs. Oder andere Krankheiten. So, und wenn damit volle Identität und Bewusstsein besteht darüber, dann ist das alles egal, was im Leben passiert. Das ist leicht. Und zwar vollkommen egal. Und doch wirst du dann, weil du gar nicht anders kannst, weil das deine Natur ist, immer liebevoll agieren aus so einem Bewusstsein heraus. Da kommt nur Liebe raus. Geht gar nicht anders. Deswegen hat Sababa immer gesagt, lebe Liebe. Ja, den ganzen Tag lang. Das ist das Wichtigste. Das war seine Message immer. Lebe. Lebe das. Ja, lebe das. Erkenne, halt es zumindest für möglich am Anfang. Also am Anfang glaubst du es ja nicht oder weißt es nicht. Und dann kommt der Guru und sagt, du bist Liebe. Ja. So, lebe das. Ja, wie mache ich das? Ja. Ja, beschäftige dich damit. Was ist überhaupt Liebe? Ne? Fühle das. Was ist mein Herz? Wie ist das, wenn ich meine Kinder liebe? Wo liebe ich denn überhaupt schon? Liebe ich denn irgendjemand? Und wenn ja, fühlt sich das gut an? Ja, es fühlt sich gut an. Wird das weniger, wenn ich es ganz doll tue? Nein, es wird eher mehr. Ja, also weil der andere dann auch damit anfängt, eventuell sogar. Also kann passieren jedenfalls. Ne?
Und das ist, das habe ich zwar nie so, ich bin ja nie seinen Weg in dem Sinne gegangen, ne? Also nicht bewusst jedenfalls. Und dann mit der Liebesbotschaft konnte ich nicht so viel anfangen. Das war für mich zu konkret schon wieder. Ich wollte es irgendwie abstrakter. Mhm. Ich war mehr so der, ja, Forscher da in der Beziehung. Dann raus, wollte wissen, gibt es irgendwas, was hier nicht beeinflusst für mich, was nicht diese Krankheit unterworfen ist. Mhm. Und das fing ich dann so langsam an zu spüren. Zuerst war es nur in den Depressionen, in den richtig, wo ich da niederlag sozusagen, da habe ich plötzlich so eine Grundschwingung bemerkt, so habe ich das genannt damals, so ein Vibrieren am Anfang. Und dann dachte ich, was ist das denn, ey? Das hat irgendwas mit mir zu tun, das bin ich aber irgendwie nicht, hatte ich das Gefühl. Das ist aber was, was mich auffängt. Tiefer ging es dann nicht. Das war wie so ein Rettungsnetz. Mhm. Und das war so ein Stolz irgendwie, das zu fühlen. Also ich habe mich dann so stolz gefühlt. Mir war nicht bewusst, dass das meine wahre Natur eigentlich ist, die da so angeklopft hat. Also, damals war ich ja noch voll im Ego. Mhm. Ja, und das habe ich zuerst als wie so eine fremde Vibration empfunden. Richtig. Und das war aber das Selbst. Weiß ich heute. Mhm. Und das Selbst hat einfach nur ganz gelassen mich aufgefangen. Und hat verhindert, dass ich mich umgebracht habe. Konnte es einfach nicht mehr tun dann in dem. Und dann fing ich mich so an, dem zu öffnen, diesem. Und später dann, als die Depression weg war, habe ich das dann richtig untersucht, durch, dass ich dann gefragt habe nach Erleuchtung und so weiter. Mich auf die Suche gemacht habe. Mhm. Sterben sollst. Aber es ist doch komisch. Irgendwie scheint es doch. Also ich meine, das sage ich jetzt, wenn du nicht sterben sollst, dann stirbst du auch nicht. Dann ist es nicht. Also das Gefühl habe ich auch ganz stark. Das habe ich wirklich ganz stark. Das ist dieses Sein. Und trotzdem gibt es einen Moment, da wirst du sterben. Mhm. Und da kommst du auch nicht drum rum. Mhm. Egal, du kommst nicht drum. Zumindest körperlich. Ich rede vom Körper. Genau. Und irgendwie erscheint dann der Gedanke, denn ist ja doch alles irgendwie festgelegt. Bin ich nicht mehr so mittlerweile der Fan von. Das fängt ja bei mir an mit diesen Marionette-Dings und so und alles ist vorbestimmt und so. Ne? Und für mich gilt beides heutzutage, gleichermaßen. Und zwar ist es weder alles vorbestimmt, noch ist es frei. Es gilt beides oder beides nicht. So würde ich das. Weil für mich ist die Wahrheit immer paradox. Und das sind nur Pole derselben Medaille. Determination kontra freier Wille ist nur die beiden Pole. Ja, von derselben Sache. Und selbst wenn es so wäre, dass es alles festgelegt wäre, was würde dir das nützen? Weil du weißt es nicht. Nee, weil die Zugang zur Akasha-Chronik, sag ich mal, zum Heiligen Gral des Wissens, den haben, ich glaube, es gibt vielleicht 3 oder 4 Wahrsager auf der ganzen Welt, die das vielleicht haben. Es mag Leute geben, es gab vielleicht so Leute wie Nostradamus, die dann einen Zugang hatten, aber der auch nur mit Drogen und so. Also, ja, das hat er immer so sein, dann was geraucht und Zeugs und so. Ne? Also, das macht sein, dass es Menschen gibt, die das wissen. Aber ich frage mich auch bei den Leuten, ich weiß zum Beispiel nicht, ob Nostradamus von sich selber wusste, sein eigenes Schicksal. Das ist nämlich noch ein anderer Schnack. Er wusste zwar alles Mögliche in Visionen, was in der Welt mal passieren wird vielleicht, aber ob der sein eigenes Ende da schon gesehen hat, wann das genau ist und so und wie das genau ist, das glaube ich zum Beispiel nicht. Ja, also selbst wenn es, gehen wir mal davon aus, spielerisch jetzt, dass es festgelegt ist, was nützt dir das? Das nützt mir gar nichts. Weil du es nicht wissen kannst. Ich kann es auch nicht ändern. Erstmal könntest du es nicht ändern. Zweitens könntest du dir, selbst wenn du es wüsstest, meinst du wissen, könntest du dir nicht sicher sein. Du kannst dir da nie sicher sein, ob das so ist. Selbst wenn du ganz sicher wüsstest, ich sterbe erst in 30 Jahren, du weißt es nicht. Es kann auch in 30 Sekunden sein. Das weißt du einfach nicht. Zum Glück. Ja, oder auch nicht. Kommt drauf an. Ne? Also. Ich fände es interessant, glaube ich, mittlerweile das zu wissen. Mittlerweile.
Also ich glaube, ich könnte es mittlerweile ab, das zu wissen, wann es genau ist. Das ist dann wie, als hätte man eine Todesdiagnose von einer Krankheit irgendwie, ne? Nur dass es dann vielleicht, wenn man Glück hat, noch länger ist, ne? Wenn es heißt Krebs, dann sagt der Arzt, naja, ein halbes Jahr oder ein Jahr, wenn du Pech, wenn du noch ein bisschen mehr Zeit hast, ne? Obwohl das ja auch nicht ganz sicher ist. Nee, gab immer schon Spontanheilungen und so, gab es immer schon gegeben. Ne? Aber wer weiß, ob es bei dir klappt, dann weißt du auch nicht. Ne? Aber ich glaube, ich könnte es mittlerweile ab, so zu wissen, wann es vorbei ist. Ich würde auch nicht versuchen, mich zu wehren. Also, nö, weil es... Bringt ja nichts. Ja eben, es würde dann ja nicht gehen, wenn es so wäre. Aber ich sag, möchte ich einfach nur darauf verweisen, dass Wahrheit zeitlos ist. Wahrheit ist zeitlos. Also was interessiert mich das? Ja. Wenn das Wirkliche, worum es geht, zeitlos ist, dann ist doch warum, egal. Warum ist irgendwie noch von Belang, was da mit dem Körper oder mit irgendwas passiert? Ja. Lass die Formen sich wandeln. Ja. Die Zeitlosigkeit, das eigentliche, das Mysterium wandelt sich nicht. Hat sich noch, und das kann man auch fühlen. Das kann jeder Mensch kann das spüren für sich selber. Dass da was ist, was wirklich unberührt von Raum und Zeit ist. Vollständig unberührt. Und dass das auch noch nie anders war. Erinnere dich an deine früheste Kindheit. Ja, es ist da schon gewesen, es ist in der Jugend gewesen, es ist im Erwachsenen. Es hat sich nie geändert. Dieses, dieser Kern, dieses, was nichts mit der Person zu tun hat. Auch nichts mit Intelligenz. Nichts mit Intelligenz, nichts mit dem Körper zu tun hat. Nicht mal mit dieser Inkarnation. Also bei manchen reicht ja sogar, die haben ja sogar Erinnerungen an vergangene Leben. Da geht das noch weiter dann zurück. Sie sagen auch, belanglos. Ja, es ist einfach nur, dass du mehr Zugriff hast auf mehr Informationen. Nee, das stimmt. Es ist wirklich immer das Gleiche geblieben. Ja. Genau, wenn du dich an vergangenes Leben erinnern könntest, würdest du auch da feststellen, dass dasselbe das erlebt hat, was du jetzt auch kennst. Das ist dasselbe gewesen. Derselbe Zeuge, dasselbe Bewusstsein, oder wie man es auch mal nennen soll. Toilette mal durch? Nee. Dann muss ich hier da vorne in die Tasse rein. Durch die Tür links. Oder näher auf dem Fenster. Bei den ganzen Fenstern da ist auch noch. Oh. Was hast du gesagt? Links? Ja, durch die hier Tür. Der, genau, Tür links. Der, der Raum da. Ja. Genau. Jo. Mensch, da seid ihr ja doch, glaube ich, mal im Bild gewesen. Echt? Achso, ja, ich renne ja nicht in die Küche. Darf ich das trotzdem veröffentlichen? Ja, klar. Ja, ne? Muss Werner auch noch fragen, weil glaube ich zu sehen ist, wenn du da auf Klo bist, sieht man. Auf deiner, wo jetzt? Wo in der Aufzeichnung. Aber nein, wo willst du denn im irgendwo? Ja. Ganz normal, wie immer. Ja, mach, ja. Ach ja, klar. Und da auf dem Kanal und ja, überhaupt. Das mach auch noch. Gerne. Ja, ich hatte ja den Darren auch gesagt, der gefragt. Gerne. Mach das. Dass das hinterher zum Angucken dann ist. Ist ja auch wieder ganz witzig heute, finde ich. Ja. Ja. Sterben auf Raten. Ja, ja, das ist Tod überhaupt, ne? Ja, genau. Wer stirbt, ne? Genau. Wer ist es, der stirbt? Was genau stirbt? Wer, oder was stirbt hier überhaupt? Was ist denn überhaupt? Und was bleibt über? Ja, von der Form aus betrachtet auf jeden Fall. Also ja, die ist ja Form, auch das. Die Form kannst du zerstören. Ja, aber die Form. Wenn du dich jetzt mit der Form verwechselst, dann glaubst du, dann getrennt. Dann hast du ein Problem. Ja, 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 weil dann ja endest du dann. Wenn du dich für die Form hältst,
Endest du mit dem Ende der Form? Ja, das ist, tut dann weh. Also zumindest die Identifikation damit endet dann. Die tut weh. Das wird dann plötzlich klar, dass du das nämlich doch nicht bist. Ja. Aber erst dann. Ja. Und dann kriegst du einen riesen Schreck, nämlich huch, mich gibt's ja immer, oder irgendwas, ich bin immer noch da, ja. Aber der Körper ist nicht mehr da. Ja, das ist, kann ich nicht, weiß ich nicht. Ramana hat das auch so beschrieben, seine Sterbeerfahrung. Ne? Ja, er hat sich hingelegt und hat auf einmal das Gefühl gehabt, jetzt sterbe ich. Stimmt. Und hat sich gefragt, wer stirbt. Genau. Der Körper stirbt. Ja. Aber nur weil der Körper stirbt, höre ich auf zu existieren? Ja. Nein, hat er gesagt. Ich höre nicht auf zu existieren. Ja, stimmt. Und hat den, weil immer das ja so, der hat in dieser jugendlichen Erfahrung, hat er den Tod seines Körpers quasi simuliert. Ja, genau. Und dann gemerkt, dass es keine Bedeutung hat. Ja. Ob der Körper lebt oder stirbt. Ob der da ist oder nicht, spielt keine Rolle, weil er ist immer da. Ja. Das hat er ganz klar erfahren und das hat ihn befreit. Ja. Da in dem Moment war die Identifikation mit dem Körper zerstört. Ja. Völlig, ne? Der hat sich ja sogar von Tieren anfressen lassen, ne? Ja, das war von Ramana, ne? Das war dann die Zeit danach, wo er dann angeblich ja in so einem Tempelkeller gesessen hat. Und dann auf Flucht, da haben sie dann, Indien muss man sich vorstellen, ist ja stark bevölkert. Mhm. Und da gibt es kaum ruhige Ecken. Und er wollte einfach nur sitzen, irgendwo, in Stille. Wollte nichts, gar nichts. Nicht reden, nicht essen, gar nichts. Mhm. Und dann hat er sich da irgendwo so aufs Tempelgelände gesetzt und dann haben so Jungs Steine nach ihm geworfen. Weil er da völlig reglos, das muss komisch ausgesehen haben für die. Und dann haben die sich da lustig gemacht über ihn. Und das hat ihn dann doch genervt und dann hat er die Insekten vorgezogen im Keller und ist in den Tempelkeller gegangen. Und da war wohl jede Menge Ungeziefer, die ihn dann so im Laufe der Monate, ich weiß nicht, er war ziemlich lange da, glaube ich, und haben ihn dann sehr stark angefressen. Und dann wurde er von einem sensiblen Menschen gefunden, irgendwann, der gemerkt hat, was da für ein Juwel da sitzt überhaupt. Haben sie ihn da rausgeholt. Dann haben sie ihn da rausgeholt und haben ihn aufgepäppelt wieder. Krass. So. Und das war so eine Art, da hat er das einfach nur, können sagen, verarbeitet vielleicht. Ne? So, einfach. Bei dem ist es aber von 0 auf 100 passiert, ne? Ja, das Eigentliche ist wohl so, wenn man sich die Story durchliest, sieht so aus, als ob das ganz plötzlich und dann wirklich auch vollständig durchgelaufen ist. Aber trotzdem hat es so eine Phase von Samadhi noch gegeben. Diese lange, wo er da versunken saß. Das ist ja Samadhi. Wo er sich anfressen hat. Das hat er nämlich gar nicht gemerkt. Wenn er im Körper gewesen wäre, bewusstseinsmäßig in dem Moment, hätte das wahrscheinlich nicht so toll gefunden. Nee, der findet das schon gut. Also, der war gar nicht mehr drin im Körper, der war sozusagen schon am Rausgehen und der wäre auch gestorben mit Sicherheit, wenn die den da nicht gefunden hätten. Ja, und dann ist es egal, ob da der Körper vergammelt oder nicht. Das ist diese Phase der Versenkung gewesen. Und die hat er ja wieder verlassen dann. Durch äußere Umstände. Er wurde gefunden. Ja, ja. Dann haben sie ihm Essen gegeben. Dann hat er wohl lange Zeit noch nichts gesagt, gar nicht gesprochen. Und irgendwann hat er dann gesagt, ja, auf die Frage, warum hast du so lange nichts gesagt? Irgendwann hat er angefangen und dann hat er nur gesagt, es gab keinen Grund, irgendwas zu sagen. Ja. Und das über mehrere Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Also wirklich echt klasse. Stille Satz sagen über mehrere Jahre. Und als er dann das erste Wort nur gab keinen Grund. Heftig. Was soll ich sagen? Ja, das meinte ich ja am Anfang, dieses Geplapper von den Menschen. Ja. Ich meine jetzt nicht unser Geplapper hier gerade, sondern das Alltägliche draußen. Wenn du so mal mit der Straßenbahn fährst oder du hörst mal, was wenn Arbeitskollegen sich zum Beispiel unterhalten. Das ist ja so ein künstliches Reden dann auch, ne? Weil keiner will sich an die Karre fahren lassen und das Ego muss und der Stolz und genau und in einer Tour. Und die Leute, die immer denken, dann habe ich dies gemacht, und hast du schon gehört und den und der. Genau. Das ist sowas von abgefahren und das ist fast nur. Ja, fast nur. Und wenn du neben jemandem sitzt und schweigst, das ist ja unheimlich. Das ist für die schon merkwürdig. Das ist ja wirklich unheimlich. Das ist unheimlich. Der ist gefährlich. Und das ist ein Zeichen von Vertrautheit, wenn man das miteinander kann. Also auch der normale Mensch, der mit Spiritualität nichts am Hut hat, kann ja mit seiner Ehefrau, sag ich mal, wenn du lange verheiratet bist oder lange zusammen bist mit einem Menschen, kannst du irgendwann schweigen mit dem. Das merkt man dann einfach. Man sagt nichts und es fühlt sich trotzdem gut an. Ja. Weil das Vertrauen da ist, die Vertrautheit. Ja, und das heißt aber für viele heißt es dann, die haben sich nichts mehr zu sagen. Die Ehe ist, da ist das nichts, ist immer nichts falsch interpretiert. Ja, aber es wird oft so interpretiert. Ja. Naja.
Besonders schlimm ist es, wenn das der eigene Partner ist, der das ja, gesagt hat. Ja, ja, das gibt's auch. Gibt's auch. Gibt's auch. Nie reden wir miteinander. Ja, ich will mehr reden. Ja, weil es erzeugt Angst vielleicht auch. Ne? Klar. Unheimlichkeit. Mhm. Ist man nicht gewohnt. Ja, ich hatte mal eine Freundin, als das bei mir damals so losging mit dem Erwachen, da, die hatte mal gesagt, immer wenn ich mit, seit ich mit dir zusammen bin, habe ich manchmal so Angst. Sagt sie. Dann ist es manchmal so still. Und neulich habe ich beim Autofahren, da war ich gar nicht mehr da plötzlich. Oh ja, da war ich aber nicht dabei, ne? Da war ich nicht mehr da und ich so, ja super, wunderbar, geil. Ja, war nicht mehr da. Nee, sie hat gesagt, sie hätte so, plötzlich wäre sie nicht mehr da gewesen. Ach so. Das heißt, und da hätte sie plötzlich Angst gekriegt. Verlorenheitsgefühl oder ja, nee, die war nicht mehr da. Also ja, das ist super. Leere, so eine Leerheitserfahrung. Mhm. Die hat Auto gefahren und plötzlich war da niemand mehr, der Auto fährt. Auto fährt und sie sitzt, da sitzt irgendwer, aber sie ist es nicht und niemand ist mehr da. Und dann hat sie nur gesagt, das hat mir Angst gemacht. Und das hat irgendwas mit dir zu tun, hat sie dann gesagt. Und da habe ich gesagt, da kannst du durchaus recht haben, aber da musst du keine Angst vor machen. Und die hat mich auch so runtergeputzt damals, also die hat mich echt zu minder gemacht immer. Ne? So, du bist ja irgendwie nicht ganz dicht und bist doch verrückt und so, das ist ja nicht normal und so. Ne? Trotzdem war ich über 2 Jahre waren wir zusammen. Ja. Aber es war nicht einfach. Weil da absolut eben kein, da war keine richtige Offenheit dafür da. Mhm. Immer gesagt, ich bin doch ganz normal. Ich bin ganz normal, hat sie immer gesagt. Das sind die was, Schlimmsten, ne? Wie das sagen so nach diesem Rettungsansatz. Ja. Oh, ich bin doch noch normal. Stimmt doch, ich bin doch, nicht. Bin doch ganz normal. Das stimmt doch alles. Aber du bist nicht. Ja, genau. Das hat sie dann zu mir gesagt. Ja. Ja, aber du bist nicht normal. Dann kommt gleich das Ding dazu noch. Ne? Ja, wahrscheinlich auch. Ja, meine Mutter auch. Doch. Dass ich mir das schon anhören musste, alles alter Schild. Ja. Ja, klar. Wieso machst du mit der Satz an? Ja, früher habe ich auch geschwiegen und dann hat sie mich, oh du scheiß Guru und so. Was? Ja, so was hat die zu mir gesagt. Meine Mutter? Ja, meine Mutter. Die hat zu dir, du scheiß Guru. Ja, wo ich ihr erzählt habe, hier irgendwie, weil es war ja schon immer schräg in der Beziehung zu meiner Mutter. Schon du hast dir was davon erzählt, oder? Ich hatte schon in der Geschichte viel mit Drogen zu tun und die hat mich ja dann rausgeschmissen, so mit 17 oder was. Ja, und dann... Die hat einiges von mir mit mir zu tun gehabt. Die hat sich ständig aufgeregt. Oh, nee, du musst jenes und dies und normal und warum hast du keine Freunde? Ich hab dir voll. Und da meinte er, ist das völlig. Ja, die wurde durch mich da mit Dingen konfrontiert, die nicht so normal gesellschaftlich waren. Keine Freunde mit 17, 18, Depressionen mit 18. Exzessiver Drogen. Exzessives Ding. Das war für die wirklich. Übel, ne? Das war für meine Mutter schon auch eine Herausforderung. Oh. Ja. Da konnte ich auch nichts machen, das passiert einfach. Was soll ich machen? Das war halt so, ne? Du warst halt nicht genormt. Ja, nee, überhaupt nicht. Nicht normal. Die anderen sind alle genormt. Ja, genau. Ja. Rein dieses Lied. Ja, dann wollen sie dich da ja auch einordnen. Unsere Gesellschaft hat das viel zu wenig. Ja. Und jetzt kommt durch die Erwachenswelle, so skurril sie auch sein mag, kommt aber da mal ein bisschen Bewegung zumindest rein. Das ist der Vorteil davon. Ne? Auch wenn ich vieles davon ja nicht so, ja, nicht so begrüße. Das ist eine Riesenszene, ne? Ja, es herrscht halt sehr viel Illusion auch. Oh. Ne? Und das ist eben das nicht so Tolle. Aber insgesamt ist es eine gute Bewegung. Also, weil es eine sinnstiftende Sache ist und dem Menschen was anbietet. Was anderes. Abseits der Kirchen. Und der Materie. Ja, genau. Abseits vom Dauerkonsum, mhm. Abseits vom Materiekollaps abseits von diesen ganzen normalen Sachen. Mhm. Und auch abseits von der christlichen Kirche, die ja eben ihre Mystik verleugnet seit Jahrtausenden, kann man fast sagen. Aber ich bin mal gespannt, wie lange das noch gut geht. Den Politikern gefällt das bestimmt nicht, wenn die das erstmal richtig spitz kriegen. Ja. Was jetzt mit dem Erwachen oder was? Mhm.
So das ist Motto, die Menschen befreien sich da reihenweise irgendwie aus. Jetzt müssen wir also fangen an selbstständig zu denken. Das müssen wir auch. Das müssen wir. Ja, ja, naja. Kann passieren. Weil ich bin ja der Meinung, Internet und so weiter. Ja, ich bin ja der Meinung, jetzt, das ist ja historisch, ich bin der Meinung, dass LSD deswegen verboten wurde. Aus solchen Gründen. Ich meine, gut, der eine Grund ist, dass sie gemerkt haben, gut, wir haben eine erhöhte Anzahl von Einlieferungen von Leuten, die durchdrehen damit. Okay, mach sein. Ne? Aber das so rigoros wegzusperren quasi. Ne? Also LSD kann das voll durchsprengen. Das ganze ich sag dir, als ein Mensch, der LSD genommen hat, wenigstens vielleicht ein, zwei, drei Mal oder so, ja, ein paar Mal reichen schon, ne? Der lässt sich nicht mehr manipulieren. Ja. Der durchschaut diesen ganzen Kram. Ja, stimmt. Wenn du, nicht, wenn du nicht daran verrückt wirst, sag ich mal, wenn du es aushältst, alles, hinterher bist du nicht, und das haben auch schon mehrere gesagt, die das genommen haben, die haben hinterher gesagt, wir haben seitdem leben wir ein anderes Leben. Ja, das verändert das. Ja, wir haben ein anderes Bewusstsein entwickelt. Ja, sie haben das ja getestet in Amerika und wollten das für Kriegseinsätze, haben sie gedacht. Ja, damit die Leute richtig gut sind. Das sind die absolut falschen. Die liegen da im Graben und scheißen sich an. Ich werde ja so friedlich, wenn die ich... Die sind alle natürlich, viele sind beim Militär haben aufgehört. Ne? Ja, ja, natürlich, natürlich. Also ich könnte ja nie... Ich kriege ja immer schon einen emotionalen einen Heulorgasmus, wenn ich ein Tier dann sehe, ne? Wenn ich was genommen habe und ich gehe raus und ich sehe so ein Tier irgendwo, ne? Oh, ist das schön, ne? Das lebt. Und sollte nicht noch da. Das könnte, ich käme nie auf die Idee da irgendwie. Ja, aber sowas zu verbieten ist wirklich, das kann man gar nicht. Das ist so eine Dummheit und ja, es ist eben eine Sache, die das Potenzial hat, wirklich auch, diese ja. Macht. Mechanismen der Gesellschaft zu zersprengen und zu durchleuchten auch. Zu durchleuchten. Ja, ja. Da wäre der. Genau, die Erleuchtung. Ja. Gab es ja früher schon immer mal wieder auch solche Versuche. Dann. Ich meine, das Zeug ist gefährlich, gar, zweifelsohne. Ne? Mhm. Aber es, ich sag mal so, früher haben sich mit gefährlichen Substanzen haben sich rituelle Kulturen gebildet. Ja, Kult, das ist Kultur, daher kommt das Wort. Ja, das ist doch heute die Schamanen haben das ja quasi gefahrlos angewendet mit den Patienten und mit den Leuten, die teilgenommen haben. Mhm. Nehmen wir Ayahuasca-Ritual oder so. Ja, zum Beispiel. Dass, wenn das gut geleitet wird, angeleitet, dann ist faktisch keine Gefahr. Die Menschen, wenn sie abdrehen, werden sie aufgefangen. Mhm. Sie können ihre Traumen verarbeiten, bearbeiten, sie können da weiterkommen. Und es mag zwar unangenehm sein, vielleicht eine Zeit lang, aber am Ende ist es gut. So eine Erfahrung. Am Ende ist die Erfahrung sehr gut. Und uns fehlt vollkommen diese Kultur dafür. Das, was dann die Hippies versucht hatten, mit Set und Setting reinzukriegen, was sie auch ja ein bisschen geschafft haben, aber es ist ja nie gesellschaftsfähig geworden. Die Masse der Gesellschaft will den schnellen Genuss, will den gefahrlosen Genuss am besten und sowas, wo du was falsch machen kannst, das will ja niemand. Komisch, ne? Ja. Das ist echt komisch. Ich war nie so. Ich eigentlich auch also nicht. Nie, wirklich nicht. Ich habe immer nicht. Schon. Ich auch nicht. Alles, was normal war, was ich gesehen habe, das hat mich immer abgestoßen. Mhm. Mittlerweile ist es okay. Ne? Ich aber so als Kind, da kriegt man sowas doch mit. Da weiß man doch, Mensch, das ist nicht alles hier. Und was machen die? Was soll ich machen? Ja, du sollst, dein Gehirn wird versaut durch die Schule erstmal. Ja. Da hast du erstmal welche reingeprügelt, ne? Und dann dieses Strammstehen und ach, alles Mögliche, was jeder haben muss. Und guck mal, der mäht im Garten seinen Rasen, dann musst du das auch machen. Also das war früher so, das ist heute auch noch so. Ne? Aber so habe ich das halt mitbekommen und das hat mich richtig angeekelt. Ich habe richtig gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? So, im Gefängnis. Ja, früher waren die gesellschaftlichen Zwänge ja noch viel stärker. Ja, ja. Mein Vater hat mir mal erzählt, damals in der Nachkriegszeit, als es quasi Vollbeschäftigung gab, ne, wenn da einer arbeitslos war, die haben mit Fingern auf die Leute gezeigt. Ja, natürlich. Die waren vollkommen unten durch. Wenn du keinen Job hattest, warst du nichts. Du warst ein faules Schwein. Dann brauchst du dich nicht mehr blicken. Ja, da brauchst du dich nicht mehr blicken lassen. Ey. Da bist du ein Mensch dritter Klasse wahrscheinlich sogar nur. Und deine eigene Familie wendet sich sogar noch ab. Ja, das ist, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. In Zeiten von, wo die Ideen aufkommen von bedingungslosen Grundeinkommen. Ne? Ja. Was ja auch, ich finde es total genial. Ich auch, Aber es ist aber schon mittlerweile sehr lang. Das Bewusstsein ist schon weiter mittlerweile. Ne? Aber damals war es eben noch nicht so. Ne? Ja, total. Das. Aber unsere Politiker haben da im Gegenteil. Das wird so, Bananen müssen gleich lang sein. Die müssen EU-Norm. Ja. So, also alles so ein Blödsinn. Auch. Ja, so ein Scheiß alles. Gurkenverordnung.
Allein ja, irgendwas muss passieren. Ne? Für diese Getrenntheit muss immer irgendwas passieren. Ne? Ja. Da irgendwie, es kann nicht einfach nur. Aber auch das wird sich weiterentwickeln. Auch der Kapitalismus ist nicht der Weisheit letzter Schluss und wird durch ein menschenwürdigeres und besseres System letztlich abgelöst werden. Das ist heftig alles. Ne? Also ich sage nicht vom Kommunismus oder Sozialismus, aber ich finde es immer so auch lustig, dass sämtliche Welt, die ganze Welt scheint nur Kommunismus und Kapitalismus zu kennen. Und keiner kommt mal auf die Idee, die Lösung könnte eigentlich eine ganz andere sein. Vielleicht gibt es ja eine Mischform, vielleicht gibt es eine, ja, vielleicht gibt es irgendeine neue Idee auch mal. Irgendwas Neues seit 2000 Jahren. Oder wer weiß, wie lang ist das? Nee, ist das viel älter schon. Es gab es doch schon im alten Griechenland, da gab es doch schon diese Ideen von Kommunismus und Kapitalismus und so, mit Sicherheit. Ja. Das ist doch schon Jahrtausende alt, alles das Thema. Und seit Jahrtausenden tut die Menschheit so, als gäbe es nur noch, als gäbe es nur diese beiden Möglichkeiten. Das ist heftig. Und natürlich hat man, wenn man das glaubt, dass es nur die beiden, denn Kommunismus funktioniert nicht. Deswegen, scheinbar funktioniert der Kapitalismus, aber, jetzt kommt der große Aber, der Kapitalismus schöpft die Ressourcen ab. Ja, und zerstört, auf lange Sicht zerstört er sich selbst. Klar. Ganz muss so sein. Die Natur, die Welt kann das nicht auf Dauer ertragen, so eine Menschheit, weil dann bricht alles zusammen. Dann bricht die Ökosphäre zusammen. Man sieht es ja jetzt schon, die Umweltkatastrophen immer mehr und so. Und wenn es noch viel weiter geht, ist irgendwann Feierabend. Mhm. Und dann wird das irgendwann, werden die Bedingungen so schwierig auf der Erde für den Menschen, dass er nicht mehr gut überleben kann oder gar nicht mehr. Ja, das sehen wir. Von den Chemtrails, hast du da mal was gehört? Ja, gehört, aber ich. Aber du hast noch nichts gesehen, also hast selber nichts beobachtet. Ich kenne, seit ich Kind bin, Kondensstreifen, ja, ehrlich gesagt. Aber guckst du die. Also jetzt im Moment aber ist es gut. Im Moment ist es gut. Ich kümmere mich aber so, das geht für mich so ein bisschen in die Verschwörungsrichtung. Ja, aber wenn du siehst. Ja, aber das sind doch diese Kondensstreifen. Ja, oder? Aber guck dir Kondensstreifen an, wenn ein Flugzeug vorbeifährt, sage ich jetzt mal, ohne Chemtrails. Da siehst du, der Kondensstreifen ist da, der ist gut, ja. Du siehst es richtig, der verschwindet. Aber heute, da hast du solche Riesen, also das sieht aus, wenn du das... Ich weiß, die werden größer. Die werden größer und größer und Vierecke und Sechsecke am Himmel. Aber liegt das nicht am Wetter irgendwie? War das nicht schon immer so? Nee, das war nicht. Ich weiß es nicht. Du. Also selbst ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich meine, in der Kindheit war das nicht auch schon so, dass je nach Wetterlage die Dinger sich dann ausgedehnt haben? Also teilweise, was ich heute sehe, ist. Und wie ist die Theorie dahinter? Ja, die Theorie ist, dass irgendwelche Leute uns im großen Stil umbringen wollen. Die Sonne soll verdunkelt werden. Ja, selbst wenn, ich meine. Aber ist das nicht viel einfacher, einen Supererreger zu züchten? Ich weiß nicht. Sollen sie doch gleich den Knopf drücken? Nee. Nein, dann hast du die Welt ja zerstört. Dann hast du die verstrahlt. Ja, das stimmt. Ich habe von Bundeswehroffizieren und so, wenn du im Internet mal so ein bisschen recherchierst, also Leute, die auch wirklich, ich meine, warum sollten die das erzählen? Ja. Die haben selber gearbeitet. Das mag stimmen, ja. Auf Flughäfen, die wissen das. Ja, aber dass das eine Verschwörung sein soll, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Das sind irgendwie, dann machen die da irgendwelche Experimente oder so. Aluminium sprühen sie runter. Und was soll das bringen? Ja, Vergiftung. Vergiftung. Wir atmen die Scheiße ein. Oder auf pur langfristige Sicht. Also, dass das mit System und weltweit passiert, glaube ich nicht. Selbst wenn. Ein paar Bekloppte mag es immer geben, aber was ich für viel wahrscheinlicher halte und was auch so, ich glaube, in der Apokalypse sogar so angedeutet ist, in der Johannes-Offenbarung, ist, dass es irgendwann so ein was geben wird, so eine Superwaffe, wo die nur die Menschen betrifft. Da ist sowas angedeutet. Dem einen Engel wird nämlich da gesagt, du sollst nur die Menschen schädigen, nicht aber alle anderen Wesen. Mhm. So, und das klingt verdammt nach irgendeiner Super-Bio-Waffe. Also ein Erreger, der alle Menschen dahin rafft, die nicht das Gegenmittel haben. Walking Dead kommt dann. So. Nee, nichts Walking Dead. Da läuft keiner mehr. Die sind alle läuft tot. Keiner mehr rum. Idee dahinter ist, dass eine kleine Elite, die sich vorher immunisiert hat oder dann das Gegenmittel nimmt, dass die überlebt und der Rest stirbt. Ja, und die dann, diese Elite dann die Welt für sich hat. Ja, und zwar unverstrahlt und alle Ressourcen hat. Ja. So, das ist die Idee. Und da gibt es mit Sicherheit ein paar. Das ist ja in der Offenbarung beschrieben, also nicht so wortwörtlich jetzt, aber so vom Prinzip her, dass man so durchaus auf die Idee kommen kann, wie machen wir das? Ah ja, das ist das Beste mit Biowaffen.
So. Und ich bin mir sicher, dass da glaube ich ganz fest dran, dass die in irgendwelchen Laboren die versuchen, zumindest so ein Ding zu züchten. Ob sie es geschafft haben, weiß kein Mensch. Schon, aber ich glaube, so den super, super, super Erreger, den haben sie noch nicht. Aber selbst wenn es irgendwelche Das ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, denn möglich ist so ein Erreger. Ach, selbst möglich. Es kann alles sein, selbst wenn sie. Die haben sicherlich irgendwelche Waffen schon. Ja, Waffe ist ja nicht gleich Waffe. Wenn du jetzt ein paar Bomben abwirfst auf Deutschland, dann hast du vielleicht die deutsche Bevölkerung ausradiert. Aber der Erreger, wenn er nicht powerful genug ist, wenn er nicht gut genug ist, dann kommt er nicht nach Russland, meinetwegen. Oder kommt nicht nach sonst wohin. Kommt nicht bis nach Japan. Das schafft er einfach nicht. Ja, hört vorher auf. Ebbt ab. So, aber der Super-Erreger wäre quasi so, das wäre jetzt ideal. Du brauchst bloß, sagen wir, an drei Plätzen der Welt das Ding platzieren und das würde den Rest machen. Mhm. Von da aus würde sich eine Pandemie entwickeln, die nicht mehr aufzuhalten. Man winkt einfach. Also du meinst, dass sich das verteilt? Ja, das verteilt sich. Ja, genau. Das verteilt sich automatisch über die Atmosphäre. Und der ist halt so langlebig, dieser Erreger, meinetwegen. Der müsste so eine Langlebigkeit haben, dass der auch in der Luft nicht, dass er einfach immer weiter existiert. Und dann immer wieder eingeatmet wird. Über die Luft. Und zack, bist du wieder dran. Geht's wieder weiter. Und ne, dann so eine hohe Reproduktionsrate haben, dass er sich sofort kurze Inkubationszeit, dass das ratzfatz geht das. Ne? Ja, wenn schon, dann schnell. Ja, kommt, also darf auch nicht zu schnell wieder sein, weil da hat man bei den Krankheiten beobachtet, die zu schnell sind in der Inkubation, also wo die zu schnell tot sind, die können nicht mehr genug anstecken. Ja, ja, stimmt. Deswegen brauchst du ein bisschen. Da gibt es bestimmt auch so einen idealen Zeitraum, ja. So 2-3 Wochen, sagen wir mal, wo die denn das schön verteilen können und du merkst es noch nicht. Du hast das Ding schon, du verteilst es, du bist schon Virenschleuder, weißt es aber noch gar nicht, weil du überhaupt noch keine Symptome hast. Mhm. Das wäre der perfekte Erreger sozusagen. Ja, dann sitzen sie nur noch zu 10.000 hier und dann können sie anfangen, sich gegenseitig dann. Was soll jetzt? Ist auch. Mal gucken, ob das passiert. Auf jeden Fall ist das einfacher als Chemtrails. Also wenn ich die Weltbevölkerung dezimieren wollen würde, nach Plan, würde ich das garantiert nicht mit so komischen Dingern machen. Da gibt es ja ganz viele Theorien. Ja, aber mit Funk und was weiß ich nicht alles. Ist nicht so meine Welt, sag ich mal. Nein. Ist auch viel Verirrungspotenzial. Ja, natürlich. Die ganzen Leute, die sich damit... Aber ich persönlich, wenn ich mir manchmal den Himmel anschaue, ich rede jetzt ohne jetzt irgendwas... Also ich habe da schon manchmal ein komisches Gefühl. Gut, es macht sein, dass da irgendwelche Sachen gemacht werden, aber ich glaube nicht, dass das die Intention ist. Das ist ja auch häufig, die versuchen aber das Wetter zu beeinflussen. Mhm. Ja, ja. Aber das ist völlig harmlos, das ist nicht giftig. Dann schmeißen sie da irgendwelche Aluminiumstreifen in die Wolken und all solche Sachen. Das gibt's wirklich. Mhm. Aber das ist ja nicht, um jemanden umzubringen. Ich rede auch jetzt nicht unbedingt von Umbringen. Ja, 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 okay. Du hast das, glaube ich, gesagt. Ja, du hast es gesagt. Ich habe das gar nicht gesagt. Ja, ach, selbst wenn es solche Leute gibt, wen kümmert es, Mensch? Naja, da ist auch wieder der Hinweis, es ist im Traum. Es ist Traum. Der Chemtrail ist auch im Traum. Also, und ich sag auch gerne, wenn die Leute mich fragen, gibt es denn das und so, wie ist denn das damit und so, sag du, ich weiß es nicht, aber es kann sein. Und in diesem Traum des Lebens ist, glaube ich, nichts unmöglich. Nee, das ist... Da gibt es materialisierende Avatare, es gibt Leute, die Dinge durch Gedankenkräfte bewegen können, bin ich absolut sicher, dass es gibt. Es gibt Leute, die Engel sehen, es gibt Leute, die wirklich hellsichtig sind, die wirklich deine Aura sehen können, die wirklich eine Krankheit sehen können, wie als schwarzen Fleck und die haben recht. Ja, es macht Leute geben, die das dann heilen können sogar. Also es macht alles geben. Ja, es gibt Ich bin nicht so ein wundergläubiger Mensch in dem Sinne, aber es gibt Wunder. Sind vielleicht nicht so häufig, wie immer behauptet wird. Da wird auch natürlich wieder viel Schindluder mit betrieben. Also ich sag mal so, es gibt nichts, was es nicht gibt. Genau. Und das ist wirklich, wenn man sich das verinnerlicht, das ist so. Es gibt nichts. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wir sind ja hier im Kindergarten, in Gottes Kindergarten. Ja. Wir sollen uns austoben. Genau. Wenn man sich vorstellt, dass das ganze Universum vielleicht mal aus dem Nichts entstanden ist, wenn das wirklich so ist, nehmen wir mal an, es war so. Es ist aus dem Nichts, aus einer im Grunde einer Art Traum oder Idee entstanden ist. Da ist irgendwie plötzlich aus dem, was wir ja alle sind, aus diesem Unfassbaren, ja, was früher einmal ganz allein sozusagen war, was aber nicht allein war, weil es ja nichts ist,
Also das ist eben, da sind wir schon wieder in den unbeschreiblichen möglich, in dem Unbeschreiblichen sind wir. Und trotzdem aus diesem unbeschreiblichen Nichts ist plötzlich was geworden. Was ist denn das bitte schon für ein Wunder? Und wenn man sich das vorstellt, dass dieses Universum daraus aus dem Nichts quasi entstehen konnte, dann ist doch das so gigantisch. Warum soll denn da nicht sonst was geben? Ja. Warum soll es denn nicht Pumuckl auch geben und den Osterhasen und den Weihnachtsmann? Es gibt ja alle. Es gibt ja auch keine Krankheit, die es nicht gibt. Ja. Es gibt, du kannst überall erkranken. Ja. Überall. Was ist denn das für eine Krankheit? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Aber es ist doch, alles kann doch kaputt gehen. Es kann alles, alles. Ja, nicht nur das. Ne? Also du kannst verfaulen innerlich, du kannst... Ja, und es gibt auch so wirklich so medizinische Wundereffekte. Ja, das heißt, dass sich Leute geheilt werden und der Arzt hat 3 Tage vorher noch gesagt, ja, können Sie schon mal einen Sarg organisieren. Und dann eine Woche später spaziert er gesund raus aus der, aus der Station. Alles. Das ist alles schon vorgekommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch kein Wunder, wenn man sich das eben, wenn man weiß, dass es, du kannst ja auch, wenn du jetzt luzide träumst, ne, dieses, dass du den Traum beeinflusst, dann bist du ja Schöpfer. Du bist frei, du kannst den Traum so machen, wie du willst. Also machst du dir sonst was im Traum. Und genauso ist dieses Leben, genau, das ist kein Unterschied. Nur, dass man das eben nicht, vielleicht nicht weiß. Aber es passiert ständig. Wir erschaffen uns ständig diesen gemeinsamen Traum hier, alle zusammen. Sozusagen eine Koproduktion von allen aktiven Wesen, ja, von allem, was hier ist. Auch die Pflanzen, auch der Staub, auch die Materie, also auch das Tote, so das sogenannte Tote, arbeitet ja zusammen. Alles arbeitet zusammen, um dieses Gesamtding sozusagen hier herzustellen. Und das passiert ständig. Und deswegen kann auch ständig das plötzlich die Schwerkraft meinetwegen aufgehoben werden, dass die Dinge fliegen auf einmal nach oben, könnte passieren. Es gibt ja so Science-Fiction-Schwerkraftantriebe, ne? Solche lustigen Sachen. Ja. Wo du dann die Schwerkraft sozusagen richten kannst, ne? Wo du die plötzlich umdrehen kannst. Und das Raumschiffe, die sich so ein eigenes schwarzes Loch erschaffen und dann da reinfallen, weißt du? Ja. Fallen einfach ins Nix sozusagen und immer weiter, ne? Gravitationsantriebe und solche Scherze. Wird es alles immer gehen. Und dann fliegen wir sonst wohin. Zum Andromeda. Und da geht das Feuer wieder los. Da suchen wir wieder nach Erleuchtung. Geht weiter. Geht wieder die Suche los. Scheiße. Da fängt alles von neuem an. Nur dass wir dann irgendwie ganz anders aussehen auf einmal, so mit so komischen Fühlern und so. Oh, irgendwas fehlt schon wieder. Vielleicht haben wir dann auch so 6 Arme wie Shiva oder so. Das wäre doch mal was. Ja. Und so 4 Köpfe in alle Himmelsrichtungen, einen Kopf so. Zack, zack, zack. Kannst du alles immer gleichzeitig sehen. Kommen noch mehr Paranoide. Ja, und jede individuelle Erfahrungswelt ist ja wieder dann auch unterschiedlich. Du bist ja, ist jeder nochmal so eine Art Unterabteilungsschöpfer sozusagen, von seinem eigenen Ding dann. Bei dem einen existieren die Engel, beim anderen nicht. Also in meinem Universum existieren die quasi nicht. Also ich respektiere, wenn jemand die sieht, aber ich sehe sie nicht. Und für mich hat eben Wahrheit was mit Wahrnehmung zu tun. Ich nehme die nicht wahr. Das ist, deswegen sind die für mich auch nicht wahr. Aber ich respektiere halt die Erfahrung eines anderen, der das sagt. Ja, aber solange er nicht sagt, ich muss das auch glauben. Also ja, nee, dann ist vorbei. Ne? Nee, dann geht einfach nicht, weil ich kann es so halt für mich nicht glauben. Nur das, ich glaube dem gerne, dass der die sieht und das mag auch in seinem subjektiven Universum so sein. Wirklich wahr sein. Auch für ihn ist es wahr und wunderbar. Aber deswegen existieren die eben, wenn ich das nicht wahrnehme, ist das keine Schnittmenge. Der Tisch hier ist eine Schnittmenge, den sehen wir alle 3. Ja. Da gibt es keinen Zweifel drüber. Zack. Aber wenn ich jetzt sagen würde, da ist ein rosa Elefant, und ihr seht ihn nicht, ihr seid nicht hellsichtig. Ah, ich kann ihn sehen. Ich kann ja mal Elefanten sehen, wenn ich das sagen würde, ihr müsst jetzt an euch so lange arbeiten, bis ihr den seht, ja, dann ist es schräg. Weil dann würde ich nämlich sagen, der rosa Elefant ist objektiv wahr. Und ich würde dann in dem Moment eine objektive Wahrheit schaffen, die es nach meinem Dafürhalten nicht gibt. Es gibt keine objektive Wahrheit. Nee. Ja, und wenn ich das aber machen würde, dann würde ich sozusagen mich zum Scharlatan hier aufschwingen und sagen, jetzt musst du das erkennen und
kannst du ewig suchen, das wirst du nie sehen. Und wenn du den siehst, dann sehe ich plötzlich einen blauen Elefanten und den siehst du nicht. Und dann musst du wieder suchen und dann musst du wieder 1000 Kurse bei mir bezahlen und sonst was machen. Ja, leider funktioniert es ja teilweise sogar so. Also in ganz extremen Fällen. Ja, das ist aber den schon sehr abgefahren. Ja, bei Sektierern richtig. Ne? Bei den, es gibt ja richtig Sekten auch, die richtig profitorientiert sind. Und das sind ja auch, das sind Leute, die haben auch so eine teilweise so dunkle Auren, finde ich, so eine Ausstrahlung, so negativ. Das ist doch keine Wahrheit. Ich glaube auch, dass die das wissen, dass die wissen, was sie tun. Also manche wissen das bestimmt. Weil das sind, glaube ich, teilweise hochintelligente Menschen, die so manipulativ dann auftreten. Und dazu brauchst du das Wissen auch, das, was du da machst. Klar, soll ja glaubwürdig rüberkommen. Ja, ich meine, glaubwürdig ist es natürlich, wenn die selber im Irrtum sind und das selber glauben. Aber ich glaube, ich bin mir sicher, dass es auch welche schon gegeben hat, die ganz genau wussten, was sie da machen und die aber so skrupellos waren, dass die haben sich gesagt, auch die Idioten, wenn die das glauben, mir doch egal. So, das ist ja so, der Kriminelle tickt auch so. Ne? Wenn er eine Bank überfällt, dann interessiert sich auch nicht dafür, ob das irgendwer gut findet. Also. Nee. Der ist sich auch, dem ist das auch egal, ob das jetzt Angst und Schrecken auslöst. Mhm. So. Boah, ich hab Hunger. Du auch? Och, geht noch so. Ich hab mich ja ziemlich mit dem Snickers da über Wasser gehalten. Voll gestopft. Ja, kommst du noch mit? Wohin? Was weiß ich? Ja, wo? Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Nee, hier, wir. Ich bin froh, dass ich hier überhaupt hergefunden habe. Ja. Also, ich würde mal sagen, seid ihr einverstanden, dass wir jetzt so die. Macht die Kamera aus und dann machen wir noch so für uns ein bisschen weiter und gehen noch was essen vielleicht. Gerne. Und Satzan kann gerne noch weitergehen und ihr könnt mir auch noch Fragen stellen, weil ich hatte ja so 2,5 Stunden, deswegen. Ja, das reicht ja auch. Ja, also ich will jetzt halt nichts. Wenn noch Fragen sind, dann können wir weitermachen auch, ne? Aber ich mache jetzt erstmal. Sag Adios zum Adios. Adios, Muchachos. Viel Spaß.